Seit Anbeginn der Zeit erzählen wir uns Geschichten. Aber diese Geschichte entsteht gemeinsam. Mit einer Spielleitung, die epische Momente schafft. SpielerInnen, die in die Rolle der Hauptcharaktere schlüpfen. Und einem Würfelwurf, der entscheidet über Erfolg und Ruhm. Oder katastrophalen Misserfolg. Die Pen and Paper Show zum Mitfiebern und Mitgestalten. Live auf Twitch. Brooks Live. Unsere Gruppe Abenteurer hat beim letzten Mal die Tore von Wraithwood erreicht und nach einer kleinen Verhörrunde vor den Toren, wo sie erfahren haben, dass die Hochzeit, auf die sie schon seit weit über 10 Tagen eingeladen sind, noch gar nicht länger als ein Tag bekannt ist, wurden dann diversen beantworteten Fragen allerdings hineingelassen in die Stadt, haben sich dann erst einmal in die Taverne begeben, ins Gasthaus, dort dann auch ihre Nacht abgeschlossen, wurden am nächsten Tag von einem Schattenwesen überfallen, welches sie allerdings relativ unspektakulär zu meiner Trauer besiegen konnten. Und haben dann weiter ihren Weg durch Wraithwood gesucht, um dort herauszufinden, von wem kommt der Brief jetzt eigentlich so ganz genau. Sind dann zu einem Bauern, Aldurin, hatten wir uns gerade, glaube ich, nochmal drauf geeinigt, hieß er. Und nachdem sie festgestellt haben, der hat damit wahrscheinlich am allerwenigsten aus der ganzen Stadt zu tun, haben sie es dann nochmal versucht, beim Grafen ihre Audienz zu finden. Und schließlich sind sie für seine Hochzeit eingeladen worden oder gebucht, könnte man auch fast sagen. Wurden da allerdings auch erstmal leicht abgewiesen und daraufhin sind sie dann erstmal weggegangen, wurden dann aber von Percival Quintus, einem Bediensteten des Grafen, aufgehalten. Ein großer, gut gekleideter Ork mit guten Manieren, der sie darauf hingewiesen hat, dass der Graf sie nun empfangen wird. Und hat sie dann tatsächlich auch durch die Tore des der Mauer, die den Grafen selber nochmal umgibt, durchgelassen. Und sie stehen nun gemeinsam vor den Toren des, oder vor der Tür des Anwesens, möchte ich fast sagen. Dort steht ihr nun zusammen mit Percival Quintus, der vor euch steht, sich nochmal vor der Tür aufstellt und euch sehr ernst noch einmal anschaut, aber dabei trotzdem irgendwie eine relativ freundliche Ausstrahlung beibehält, die euch auch fast ein bisschen wundert auf den ersten Moment, weil ihr habt halt immer noch einen Ork vor euch stehen und ein gerade so zivilisierter Ork ist dieser Lande tatsächlich einfach ein sehr, sehr ungewöhnlicher Anblick. Und er schaut euch alle drei nochmal sehr eindringlich an und beginnt dann zu sprechen. Meine Herrschaften, ihr habt jetzt gleich den, die sehr selten vorkommende Ehre, persönlich mit dem Grafen sprechen zu dürfen. Aber ich möchte Sie bitten, durchaus respektvoll dem Grafen gegenüber zu treten. Schaut ihm, wenn möglich, nicht direkt in die Augen. Solltet ihr vielleicht auch die ein oder andere Frage ihm, oder wartet am besten, bis der Graf euch anspricht. Es könnte ansonsten, ich bitte euch einfach um Respekt und behutsame Umgangsformen mit dem Grafen. Ist da etwa ein wenig jähzornig, unser guter Graf? Ich möchte nicht, also ich wäre der Letzte, der schlecht über den Grafen sprechen würde und ich glaube, Jezorn ist vielleicht nicht unbedingt in seiner... Nein, jezornig würde ich nicht sagen. Ah, das beruhigt mich. Next darf das, folgt uns, danke, hallo, willkommen. Danke. Ah nee, hat abonniert und abonniert, beides. Und, das ist, jetzt geht's aber los. Ja. Danke fürs Abo. Jetzt haben wir schon 3 Abos. Das nächste ist dann ein W6. Ihr habt jetzt, ihr habt jetzt somit 3 W4 gerade zur Verfügung. Der Einfachheit halber, jeder halt, also ich würde sie jetzt nicht, sagen wir, legen wir sie einfach auf den Tisch.
Ihr könnt aber jeweils einen pro Wurf benutzen. Und ihr habt halt jetzt aktuell 3W4. Solltet ihr keinen ausgeben, wird der erste zu einem W6 und so weiter. Tut mir den Gefallen und haltet da selber ein bisschen Überblick, weil... Ich suche sie mir gerade raus. So. Percival tritt... Sorry, dreht. Aber Next Darf, das hat gerade noch ein Abo verschenkt. An jemand anderen. Das ist doch, das ist doch auch nett. Jetzt geht's aber los. Hier. Heute soll nicht viel scheitern, habe ich das Gefühl. Dankeschön. Jetzt treffen wir den Grafen, jetzt geht's los. Ihr, beziehungsweise Percival dreht sich einmal um, nachdem er sich nochmal tief vor euch verbeugt und öffnet dann die Türe und tritt beiseite, damit ihr eintreten könnt. Na, da geht das Letzte rein. Ludwig schreitet stolz voran. Er wirft Percival noch einen kurzen Satz zu. Oh, danke. Danke, Herr Ork, danke. Wir freuen uns so sehr, nun endlich hier sein zu dürfen. Er lächelt dir durch diese Hauer in seinem Gesicht, wirkt dieses Grinsen, das er dir zuwirft, auch tatsächlich leicht verzerrt. Und ja, ihr tretet ein und was euch direkt auffällt, es ist im Innenraum des Foyers, ist es tatsächlich einfach direkt wieder, es ist auch innen sehr dunkel, es ist spärlich beleuchtet, es hängen Laternen an den Wänden, die wirklich ein sehr, sehr schwaches Licht abgeben. Das ganze Interieur, also ihr habt direkt auch so ein, ich würde ihn jetzt mal so einen alten, diesen alten, abgestandenen, staubigen Duft irgendwie von lange nicht betretenen Räumen habt ihr einfach. Es riecht nicht modrig oder sowas, aber es riecht einfach so ein bisschen, alles steht hier so ein bisschen. Und ihr habt halt diese Eingangshalle mit auch sehr spärlichem Mobiliar ausgerichtet. Und an den Wänden hängt tatsächlich die ein oder anderen Porträts. Und ihr seht, dass durch an den direkt vor euch habt ihr halt zwei Treppen, die zusammenführend ins erste Geschoss führen. Aber darunter ist halt nochmal eine Doppeltür, die ein bisschen tiefer in das Haus führt und wo tatsächlich auch ein etwas helleres Licht scheint und zumindest euch im Direkten das Gefühl gibt, dass es da wohl in die Richtung geht. Ich glaube, Klodwig interessiert sich für die gerahmten Bilder und ich würde gern vielleicht mal einen History-Check unternehmen, ob ich jemanden auf den Porträts erkenne. Kannst du gerne mal machen. Gesamt 10? Yes. Alles klar. Du schaust dir die Bilder an und du siehst auf dem einen oder anderen Bild siehst du tatsächlich Familien, direkt einfach Familienporträts, die dir zumindest auch mit diesem historischen Gedanke jetzt so vorkommen, als wenn die über mehrere Generationen auch zu gehen scheinen. Sprich, du siehst eine Familie und später siehst du das, was in der Mitte das Kind war, später mit seiner eigenen Familie dort stehen. Und so geht das tatsächlich hier und da immer weiter. Und bis du dann irgendwann ein Bild siehst, wo nur noch eine Person alleine steht und tatsächlich aber auf diesem Bild wirklich nur der Umriss von der Person zu erkennen ist und du bei... Gib mir mal einen Wahrnehmungswurf, bitte. Sofort. Zwanzig. Du schaust dir dieses Bild dann vielleicht auch ein bisschen genauer an und dir fällt auch relativ schnell auf, dass hier mit sehr, sehr viel Blut einfach Teile dieses Bildes irgendwie zerstört wurden und gerade das Gesicht einfach abgerissen wurde, als wenn er einfach reingegriffen wurde und einmal runtergezogen. Und auch so ein paar andere Stellen einfach an diesem Körper, die wohl relativ gezielt angegriffen wurden, möchte man fast sagen. Okay. Sieht man hier auch irgendwo den echten Grafen oder nur die Porträts? Ihr seht jetzt erstmal nur die Porträts.
und halt eine Weg durch dieses Gebäude, der ein bisschen weiterführt und hört dann tatsächlich auch Percival im Hintergrund einmal sprechen. Bitte einmal unter den Treppen durch. Ich würde weiter vorangehen. Ja, ich würde da nochmal mit den Percival ansprechen. Guter Percival, das ist ja ein hervorragendes Anwesen, was der Graf sich hier geschaffen hat. Sagt, wie lange lebt denn die Familie hier schon? Das sieht ja, wenn man die Gemälde sich betrachtet, so aus, als ob hier schon mehrere Generationen hausen würden. Überlegt tatsächlich kurz, aber du merkst, das ist eine Antwort, die er wo er nicht lange überlegen muss, aber halt nur so ein ganz kleines bisschen. Die Familie des Grafen wohnt hier bereits seit nun, das sind bestimmt schon 700 Jahre, die das Anwesen hier in, sagen wir, deren Besitz, unter deren Leitung verweilt. Das ist ja eine beachtliche Zeit, Mensch. So lange dieses Haus aufrecht zu halten, das muss ich schon sagen. Und in der wievielten Generation ist der Graf nun der Graf? 14 bis 16, glaube ich. Ich glaube tatsächlich auch, oder? Sagen wir in der 15. Generation. Faszinierend. Ich bin ja immer wieder fasziniert von solchen Familiengeschichten, wenn ich in einen neuen Ort komme. Und dann gehe ich auch weiter. Jawohl. Ludwig also voran. Und du gehst ein bisschen weiter und siehst dann hier und da rechts und links Räume, die scheinbar auch irgendwie Personalzwecke erfüllen werden, aber folgst dann einfach weiter den Gang, bis du irgendwann in einem relativ großen, eher kreisrunden Raum ankommst, wo dann auch nochmal zwei Türen rechts und links abführen, allerdings in der Mitte ein sehr, sehr großer Tisch steht, Bücherregale an den Wänden und du siehst mit dem Rücken zu dir eine größere, hagere Gestalt, die dort steht und aus der Fensterfront quasi schaut. Kann ich erkennen, ob es der Graf selbst ist oder jemand anders? Ich würde sagen, du hast ja sicherlich den ein oder anderen Umgang schon gehabt mit eventuell auch höher gestellten Personen. Und allein, also von der Kleidung her und von der Kleidung her würdest du tatsächlich direkt sagen, dass das ist kein Bediensteter, der da dort steht und. Du würdest sogar durch das Bild, was du dir angeschaut hast, zumindest so ein bisschen Schlüsse auf den Körperbau. Die Vermutung wäre zumindest sehr schnell naheliegend. Okay. Ludwig möchte gerne die Person, die ihm den Rücken zudreht, ansprechen, aber er erinnert sich an das, was der gute Percival gesagt hat und beschließt erstmal auf seine GefährtInnen zu warten und zu schweigen. Ja, ich bin ja direkt hinter dir, also komme ich auch mit rein. Guck mich erstmal ein bisschen um und sag aber auch erstmal noch nichts. Ja. Ebenso, Nara. Gut, ihr. Aber Nara hat ihren Hut abgezogen, so aus Höflichkeit. Mhm. Hat aber die Maske noch auf. Ihr steht dann dort in dem Raum und habt quasi. Würde ich jetzt sagen, auch die Tür zu diesem Raum passiert, dass hinter euch halt eben diese Halle ist. Und ihr könnt mir tatsächlich alle nochmal einen Wurf auf Wahrnehmung geben, bitte. Oh, eine 5. Ja, das war schlecht. Ich habe eine 17. Ich auch. Alles klar, Ludwig ist komplett konzentriert auf den
Raum selber und auch auf den wohlmöglich Grafen, während die anderen beiden so ein bisschen allgemeiner auch die Ohren spitzen und ihr vernehmt dann irgendwann tatsächlich hinter euch und so, ihr seid ja auch den Gang längs gegangen, ihr hört das quasi aus beiden Ecken, wo ihr diese Räumlichkeiten für Bedienstete vermutet habt. Dort hört ihr dann alle beide ein schon ein relativ tiefes Grollen und man möchte fast sagen, Gesundheit, ein tiefes Grollen und Knurren hört ihr irgendwie aus diesen Türen kommen und hört dann auch relativ schwere Schritte hinter euch und ab einem gewissen Punkt merkt ihr dann tatsächlich auch relativ schweren Atem hinter euch und mögt euch eigentlich nicht mal so hundertprozentig umdrehen, weil ihr mit einem kleinen Blick schon merkt, dass zwei wirklich sehr große Wolfskreaturen irgendwie hinter euch stehen, die, ich würde sagen, bei eurer Körpergröße, also definitiv größer sind als Findrik und den anderen beiden locker bis zur Schulter gehen. Und die allerdings hinter euch quasi sich einfach positionieren und zumindest im direkten Wirken keinen, zumindest nicht vorhaben, euch jetzt gerade direkt zu fressen. So wirkt es auf den ersten Moment. Kann ich einen Wissenswurf auf, keine Ahnung, Arcana oder so machen, um zu realisieren, ob die eventuell Respekt vor Silber haben könnten? Oder auch Natur, irgendwas. Ich würde dir tatsächlich, ich gebe dir tatsächlich mal den Arcanen, einfach um zu gucken, was du würfelst. Kannst du es wissen? Already. Oh, das wäre fast in der 20 gewesen. Leider nur eine 8. Du überlegst, bist aber in dem Moment. Auf den ersten Eindruck, vielleicht wagst du tatsächlich auch den ein oder anderen Blick dann mal. Also es, dadurch, dass ihr jetzt auch schon eine Wehrkreatur getroffen habt und du vielleicht auch schon hier und da mal vor was drüber gelesen haben könntest, das wirkt für dich einfach nur wie wirklich sehr, sehr große Wölfe. Okay. So, also du hast jetzt keinen Eindruck, dass hier irgendwas anderes als einfach ganz fiese Gene unterwegs sind. Alright. Oh. Mara beäugt sie dann auch etwas unsicher. Und Klotwig, du bemerkst das tatsächlich dann auch früher oder später, Findrik halt vorher auch schon, dass diese Wesen dahinter dir stehen, wesentlich größer sind als du es bist. Klotwig fragt sich, ob die sehr schwer atmenden Zeitgenossen sich als Humanoide identifizieren oder dann vielleicht doch eher Bestien sind, denn mit beiden kann Klotwig gleichermaßen seine Spielchen treiben und das wüsste er gern. Möchtest du was drauf hören, oder? Ich würde mal, entschuldige, ich möchte darauf hinaus, dass Klotwig mit Tieren sprechen kann und ich frage mich halt, haben wir gerade Tiere unter uns stehen oder humanoide, intelligente, sprechende Wesen? Und ist das eine Sache, von der ich einfach ausgehen kann, weil ich es weiß? Oder? Du würdest das in diesem speziellen Fall auf jeden Fall nicht direkt wissen. Du kannst mir aber sonst gerne mal einen Wurf auf, ich glaube, Natur gibt es ja auch, wenn ich mich jetzt nicht irre, das würfelt man relativ selten. Animal Handling hätte ich getippt, oder? Ja, das ist eher der Umgang mit Tieren. Mach mal ruhig einen Nature-Check. Alles klar. Der wird nicht gut ausgehen. Eine glorreiche 4. Du versuchst so ein bisschen auch, vielleicht nicht ganz offensichtlich, das Ganze ein bisschen zu analysieren und kommst zu dem Schluss, es könnten Tiere sein, es könnten aber auch Monster sein und die haben einfach verdammt große Zähne. Okay. Wenn das so ist, dann beschließt Klotwig einfach nur Angst zu haben. Das ist ein guter Schluss. Ihr. Kurz eine Sekunde geben, weil hier irgendwas. Sekunde.
Ihr steht dann noch wirklich einen kurzen Augenblick, sag ich zumindest. Und hört dann plötzlich eine Stimme vor euch sprechen. Sie wirkt relativ ausgelaugt und schwach, würde ich fast einfach sagen. Aber trotzdem so eine gewisse Würde, die da einfach irgendwie dahinter steckt und eine angeübte quasi. Ah, willkommen, geschätzte Gäste. Es ist meine Freude, Sie in Wraithwood begrüßen zu dürfen. Ich nehme an, Ihre Reise ist ohne Zwischenfälle verlaufen. Die Ehre ist ganz auf unserer Seite, ehrenwerter Graf. Lasset mich meine Gefährten und mich vorstellen. Neben mir der Barde, berühmt im ganzen Lande und besonders von Süd nach Ost. Nee, Nord nach Süd, oh, werter Freund. Das verwechsel ich immer. Es sei euch verziehen. Chlodwig von Schwacht steht zu meiner Linken und zu meiner Rechten. Geschichtenerzählerin, bekannt von Ost nach Nord im ganzen Land. Ost nach West, mein lieber Freund. Ost nach West war es, ah ja. Narrator, sie wird euch Geschichten erzählen, die habt ihr noch nie gehört, sage ich euch. Und zu guter Letzt, mein Name Finrik Leichtfuß, zu euren Diensten. Es ist mir eine Freude, euch hier begrüßen zu dürfen. Sagt, ihr habt meine Frage nicht beantwortet. Ist eure Reise nach Wraithwood ohne Zwischenfälle vonstatten gegangen? Ja, ich hörte, passt, dieser Tage ist der Wald recht unruhig. Man hat von der einen oder anderen Schweinerei gehört, aber sonst verlief die Reise ruhig. Ah, ich mag euren Humor, Freundin. Ja, wir haben uns ja erst auf den letzten Kilometern quasi kennengelernt, aber die Zeit war schon sehr ereignisreich. Auch muss ich sagen, seit wir in dieser Stadt sind, sind schon ein paar Dinge passiert, die ich nicht als alltäglich bezeichnen würde. Ja. In der Tat. Er dreht sich, in diesem Moment dreht er sich um und ihr seht, dass sein eher langes, schwarzes Haar, das ihm auch teilweise ins Gesicht fällt, was er sich einmal so ein bisschen beiseite schiebt mit den Händen und so ein wirklich sehr einfach ein müdes Gesicht und trotzdem so ein müdes Lächeln, was er euch entgegenbringt. Und es wirkt auf den ersten Moment tatsächlich auch freundlich. Und er tritt einen Schritt näher auf euch zu und ihr seht auch oder bemerkt aber auch direkt so eine gewisse Schwere in seinem Schritt, die einfach nochmal verdeutlicht, dass dieser Mann scheinbar einfach ein bisschen, er wirkt einfach sehr erschöpft in seiner ganzen Aura, die ihn umgibt. Was ist euch in der Stadt widerfahren? Darf ich oder bevorzugt einer von euch, um es dem werten Herrn zu erklären? Bitte. Okay, also was uns vor allem aufgefallen ist, verehrter Graf, ist, dass Wraithwood trotz seiner Gemütlichkeit doch etwas an Licht eingebüßt hat. Und nun ja, wir haben uns gefragt, was es wohl damit auf sich haben könnte, um direkt auf den Punkt zu kommen und euch nicht unhöflicherweise den ganzen Abend mit dieser Frage hinzuhalten. Wisst ihr irgendetwas darüber? Er lacht einmal so ein bisschen fast schon stumm auf. Wraithwood ist seit nunmehr 10 Jahren ist das Licht nicht mehr oft gesehen. Eins unserer nun ja neu hinzugewonnenen Markenzeichen, nicht wahr? Wäre mir natürlich ein Vergnügen, Ihnen vielleicht den ein oder anderen Lichtstrahl zu schenken, aber so ganz liegt das auch nicht in des Grafens Macht. Nun, ich würde sagen, da habt ihr Glück, dass ihr diese lustre Truppe hier bestellt habt zu eurer Hochzeit. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf die Feier. Ach,
Verzeiht, die Frage soll noch gestellt sein. Was genau treibt euch? Ihr spracht von der Feier, das heißt, woher wisst ihr von meiner Von eurer Einladung Hochzeit. Natürlich. Einladung. Ja. Von unserem gemeinsamen Freund. Lass mich kurz in meinem Rucksack kramen. Ich würde einmal die Einladung raussuchen und sie dem Grafen vorhalten wollen. Du gehst also auf ihn zu und während du Schritte auf ihn zu machst, hörst du tatsächlich hinter dir zumindest ein bisschen Bewegung. Und er hält dann einmal an dir vorbei allerdings, also nicht, er stoppt nicht dich, sondern an dir vorbei, einmal die Hand hoch und es ist gut. Und lässt dich auf ihn zukommen und während du ihm das Schriftstück überreichst, verzeiht diese beiden treuen, neu hinzugewonnenen Freunde der Familie sind nun ja sehr schützend. Ich würde gern. Klodwig glaubt, sich an den Geruch des Wehrebers zu erinnern. Ich würde gern. Ich vermute, es ist am ehesten ein Wahrnehmungswurf machen. Wenn du mir sagst, was genau du damit erreichen willst. Genau, ich würde gerne rausfinden, riechen die beiden Diener des Grafen wie die Wehrkreatur, die uns im Wald begegnet ist. Du kannst es versuchen. Okay. Eine 13. Du fängst dann so ein bisschen zu schnuppern, während du dann wahrscheinlich wieder erstmal zurückgehst zu deinen Kameraden. Steht das richtig? Ja. Also, du stellst dich dort halt quasi wieder auf und schnupperst so ein bisschen auffällig, unauffällig und für dich riecht nach Hund. Oder für deinen Wissensstand quasi ist es nicht besser zu deuten irgendwie. Also du hast jetzt kein Gefühl, dass es riecht wie ein Eber, den du im Wald begegnet bist. Okay. Dann kann Klofich natürlich nicht an sich halten und muss ein wenig seine Nase rümpfen und dann in so einer gewissen Halblautstärke zu Narra und Finrik einmal loslassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mindestens zwei Leute in diesem Raum könnten ein Stück Seife vertragen. Nicht nur in diesem Raum, das habe ich ja schon im Gasthaus festgestellt. Ihr vernehmt auf jeden Fall tatsächlich ein Knurren von beiden Geschöpfen. Oh, verzeiht, ich habe natürlich nicht euch gemeint. Und der Graf liest sich gerade deine Einladung durch. Und ist tatsächlich, liest sich die scheinbar zweimal, dreimal durch und verzeiht, ich lese hier nur die Initialien X und V und mögt ihr mich erinnern, zu wem dieser Name gehört? War das nicht einer von euren Freunden, Finrik? Nun, ich dachte ja, als ich diesen Brief bekommen hatte, dass er von meinem guten Freund, wie hieß er doch gleich, Xaver Victor hieß er, so hieß er mal, mein guter Halblingsfreund, den ich auf meinen Reisen getroffen hatte, weil das ist die einzige Person, an die ich mich erinnern kann mit dem Namen, mit den Initialen XV. Andererseits, wenn ich so jetzt die letzten Tage drüber nachgedacht habe, wo wir hier zusammen unterwegs sind, bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob der gute Xaver überhaupt bis hier oben jemals gereist ist. Also, ehrlich gesagt, muss ich sagen, stehe ich gerade vor einem Rätsel, von wem dieser Brief sein könnte. Nun, mein Brief ist aller Vermutung nach von meinem Freund Xantior Valtrian.
Er ist, sei wohl hier ist ein paar Monate in Wrathwood geblieben, laut meinem Brief. Und Nara kramt ihren Brief raus und gibt ihn an den Grafen. Und er ja. scheint euch gekannt zu haben. Liest sich auch diesen Brief durch und auch den einmal, zwei, dreimal. Dieser Brief scheint zumindest von derselben Person geschrieben zu sein und bin allerdings verwundert, da die... Wann habt ihr diesen Brief erhalten? Vor ein paar Tagen, vielleicht auch schon Wochen. Die Hochzeit, die nun bevorsteht, ist erst ja, seit dem gestrigen Tage überhaupt jemandem außer mir und meiner Getreuen bekannt. Und Gäste hat es in Wraithwood schon länger nicht mehr gegeben. Und wie lange ist sie euch bekannt? Euch und eurer Liebsten? Nun, wir... Und er hält kurz inne. Nun, zumindest länger. Nach dir. Ja. Wenn wir die Frage gestattet ist, oder wenn uns die Frage gestattet ist, wie heißt eure Versprochene? Meine. Ist das, weil euch jetzt erst auffällt, dass die Frage nie gestellt wurde, oder? Ich. Ja. Celestia ist die, die ich heiraten werde. Ich schreibe sie kurz in den Chat, okay? Celestia oder mit X? Celestia? Ich habe es in den Chat geschrieben mit C. Oh, warte. Celestia. So. Damit es nicht wieder zur Verwirrung führt. Ist sie aus dem Fernenkönigreich Equestria? Nein. Celestia von Equestria. Herrlich. Mit Verlaub, werter Graf, wenn ich diese Frage einstreuen dürfte, auch wenn es euch so vorkommen mag, aber vielleicht hat ja eure Angebetete schon länger mit dem Gedanken gespielt, euch zum Ehemann zu nehmen und in weiser Voraussicht die beste Dreierkombination des Landes eingeladen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Er schaut euch gerade Klotwig nach dieser Aussage kurz einen Augenblick an und senkt dann kurz den Kopf und geht auch plötzlich irgendwie zwei, drei Schritte zurück und fängt dann auch schüttelt ein bisschen den Kopf und weiß es nicht. Moment. Nein, ruhig. Stopp. Ich weiß, nein. Und hebt den Kopf dann wieder kurz. Ich habe sie um ihre Hand gebeten. Natürlich. So wie es sich gehört. Nada zückt ihr Notizbuch und macht sich ganz eilig ein paar Notizen. Okay. Nun wird der Graf dann... Lasst mich noch eine weitere Frage stellen. Was ist es, was euch dieser Tage gesundheitlich so einschränkt? Können wir euch helfen? Gib mir mal bitte... Ihr könnt mir ruhig alle mal einen Inside-Check kurz geben. Das kann ich nicht. 15. Sieben, 15 und? Und 12. Ich kann's doch. Das heißt, nur Nara hat relativ, ja gut, Nara hat eine 15.
Dir fällt tatsächlich in dem Moment auf, wo er diese Frage stellt, wenn du die nochmal ganz kurz wiederholen könntest. Was ist es, was euch dieser Tage gesundheitlich so anschlägt, werter Graf? Und Narra, dir fällt in dem Augenblick auf, er geht wieder so einen Schritt zurück und lässt sich so ein bisschen auf den Tisch sinken, mit sitzt da quasi halb angelehnt dran, lässt den Kopf so ein bisschen fallen und du siehst plötzlich eine Mischung aus, du siehst Angst in seinen Augen, du siehst aber auch Trauer und irgendwie würdest du fast sagen, sowas ähnliches wie Schuldgefühle in seinen Augen. Und er fängt wieder an, viel zu lange lebe ich mit dieser Last, die Vergangenheit, die mich verfolgt, jeden Tag aufs Neue. Wenn ich es nur nicht einfach ungeschehen machen könnte, was passiert ist und endlich meine Erlösung finden könnte. Und in dem Moment, wo er diesen Satz quasi noch nicht mal ganz beendet hat, stößt plötzlich auf der rechten Seite des Raumes die Tür auf und eine Frau kommt herein, auch eine große Gestalt, langes, hellblondes Haar und in gerade dieser Dunkelheit, dieses hellweiße, fast schon leicht leuchtende Kleid, was euch, was sie trägt, blendet euch fast schon so ein bisschen, weil einfach dieser Kontrast, der gerade erzeugt wird, sehr, sehr einfach kurz im Auge brennt und sie schreitet herein und: Liebster Victor, oh mein Liebster, ich habe sofort gespürt, dass du unruhige Gedanken, dass sie dich verfolgen und ich konnte einfach nicht ertragen, weiter von deiner Seite entfernt zu sein. Oh, schaut an, diese faszinierenden Gäste. Wen haben wir denn hier? Und sie schreitet sofort zu ihm hin und legt ihre Arme um ihn und drückt ihn auch relativ fest an sich. Und ihr seht halt einfach diese Frau vor euch, die im ersten Augenblick einfach auch sehr schön ist, sehr leicht, eine leichte, vornehme Blässe vorzuweisen hat. Aber halt gerade in dem, was ihr so bisher in Rayford gesehen habt, eine Erscheinung, die ja doch sehr, sehr stark nicht passt, der Einfachheit halber gesagt. Bei Finrichs Bart, ich muss sagen, ihr seid die schönste Erscheinung, die ich seit langem beäugen durfte. Werte Dame, bitte lasst mich uns vorstellen. Vor euch habt ihr stehen Narrator, beste Erzählerin jenseits und diesseits aller Flüsse, die von Ost nach West fließen, als auch Finrich Leichtfuß, seines Zeichens Kleriker und einer der patentesten Priester, die ich anmerken möchte, die ich jemals gekannt habe. Und meine Wenigkeit, nun eigentlich brauche ich mich nicht vorzustellen, oder? Ihr habt mich bereits von Weitem erkannt. Ich bin es, Chlodwig von Schwacht, bester Barde von Nord nach Süd. Ach, es ist mir gar eine vorzügliche Freude, euch hier begrüßen zu dürfen und kennenzulernen. Es ist ja so lange her, dass wir hier mal auch andere Gesichter sehen durften. Und ach, es ist mir eine große Freude. Und währenddessen seht ihr, dass der Graf sich aufrichtet und gerade diese ganze Schwere, die ihr vorher gesehen habt, ist wie abgefallen. Er steht aufrecht und fast schon, ja, einfach revitalisiert steht er vor ihr oder neben ihr und blickt euch aber einfach nur stumm an, während sie weiterspricht. Ich kam nicht drum rum zu hören, dass ihr hier seid, ihr wurdet eingeladen für meine Hochzeit, hörte ich. Unsere Hochzeit, verzeiht. Ich bin einfach aufgeregt. Die Freude ist natürlich ganz auf unserer Seite und darf ich auch nochmal sagen, dass wir natürlich herzlichst gratulieren zu der bevorstehenden Vermählung und mit Freude sind wir der Einladung gefolgt, hier unsere Dienste für die Hochzeit anzubieten. Und ich kann nur für mich sprechen, dass ich mich schon sehr auf den Tag freue, die Hochzeit zu segnen. Vielen, vielen Dank. Auch unsere Freude ist natürlich so groß, wie man sie nur sich vorstellen mag. Vielleicht sogar noch größer, nicht wahr? Nun, ihr
bringt ihr denn auch, was für Talente bringt ihr denn mit? Wir würden natürlich uns freuen, wenn ihr, ich hörte ja Geschichtenerzähler von Ost nach West, ein Barde, das ist ja vorzüglich, diese Künste sind ja hier zurzeit, nun seit längerer Zeit in Wraithwood nicht ganz so stark vertreten. Es ist fantastisch, derlei Leute hier begrüßen zu dürfen. Ja, also wir haben natürlich hervorragende Talente und die haben uns auch diese Einladung eingebracht. Wie gesagt, Chlodwig von Schwacht, Barde, den man noch nie vorher gesehen hat von Talent. Und die Geschichten, die Narrator erzählt, die sind wie von einem anderen Stern. Und ich möchte natürlich nur bescheiden über mich selbst sagen, dass ich eine Segnung einer Hochzeit mit Liebe ausführe und meine Göttin, die heilige Almathea, über diese Hochzeit ihren Segen mit Freude lassen wird. Freund Finrik ist nebenbei bemerkt auch ein exzellenter Ebervertreiber. Ich dachte, und ich Koch. Und Koch. Zu viel des Lobes, zu viel. Er hat für jeden ein Süppchen zu brauen. Ich muss mal eben ganz kurz schauen. Tatsächlich Finrik mit dem höchsten passiven Wahrnehmungswert. Bei der Nennung von Almathea bist du dir nicht hundertprozentig sicher, aber du hast so einfach dieses Gefühl, allein schon aus der Erfahrung, dass die meisten Leute, die du Almathea nennst, sagen, okay, nie von gehört. In dem Moment, wo du Almathea gegenüber dieser Frau erwähnst, hast du das Gefühl, dass sie zumindest für einen kurzen Augenblick zumindest nicht glücklich wirkt. Gerade nicht so glücklich. Nicht glücklich. Gerade nicht so, wie sie die ganze Zeit schon irgendwie gewirkt hat, dieses nach außen getragene fröhliche Exterieure. Das werde ich mir mal in meinem Hinterköpfchen merken. Nara beugt sich ganz langsam zu Finrik runter und flüstert ihm so ins Ohr. Sagt mal, Finrik, der eigentlich so als Göttermann einen Zauber, der eventuell ein bisschen wortwörtliches Licht hier in diese Sache bringen könnte? So Sonnenlicht oder ähnliches? Nun, ich könnte natürlich diesen Raum ein bisschen beleuchten, wenn ihr das für sinnvoll haltet. Nun, es schadet doch sicher nicht, schon im Voraus eine Hochzeit zu segnen. Gerade bei solchen unerwarteten Umständen, nicht wahr? Ihr das ist eine sehr gute Idee. Habt allerdings in der Situation, während ihr euch ganz unauffällig versucht, gerade darüber zu unterhalten, vor euch Celestia, die tatsächlich ein paar Schritte näher gekommen ist und meine Herren und Damen, Ist das nötig? Wir haben doch keine Geheimnisse voreinander. Wir sind doch so etwas wie Freunde hier, nicht wahr? Und auch der eine Wolf hinter euch, der eine ist tatsächlich sehr cool schwarz, während der andere so ein äschernes Grau hat. Und der Escherfarbene, der dann quasi zwischen euch steht, hat tatsächlich auch mit zunehmenden Knurren euer Gespräch verfolgt und ist auch zunehmend näher herangetreten. Nara verbeugt sich vor Celestia. Achso. Aber meine Dame, wir sind schließlich für eure Unterhaltung da. Und auch ihr sollt ein bisschen überrascht werden von unserem Auftritt, nicht wahr? Wir wollen nur eine kleine Überraschung für euch vorbereiten. Und das hat überhaupt keine bösen Absichten oder Geheimnisse.
Wir mir den schönsten Tag überhaupt. Sie tritt tatsächlich nochmal ein paar Schritte näher und steht jetzt direkt vor dir. Und ich glaube, wenn du, hast du grob im Kopf, wie groß du ungefähr warst? Ich bin 1,84. So, sie tatsächlich, das fällt dir jetzt noch ein bisschen eher auf. Sie ist tatsächlich ein klein bisschen größer als du und blickt wirklich mit einem sehr strengen Blick auf dich herab. Nun, ihr müsst aber wissen... Das Maske wird von einem breiten Grinsen zu Tragedy. Du... Weißt du was? Du kannst mir tatsächlich auch gerne nochmal ein Wisdom Saving Throw geben. Ah. Gegen 10. Alles klar. Du merkst in diesem Augenblick, du hast gemerkt, dass du gerade eventuell auch ein bisschen zu überzeugt von deinen Worten warst. Und jetzt in auch diesem ganzen Wechsel, du spürst halt wieder, wie deine Armschienen langsam anfangen, so drumherum langsam anfangen, deine Kleidung wieder so ein bisschen zu verfärben und zu verwandeln. Aber du kriegst das tatsächlich... In dem Moment, wo dir auch einfällt, was da gerade auch in dir quasi passiert, kriegst du das auch abgeschüttelt und schaust halt in diese hellblauen, sehr finster blickenden Augen, die gerade vor dir stehen. Ihr dürft nicht vergessen, dass ihr immer noch in des Grafenshaus seid und mit seiner zukünftigen Frau spricht. Verzeiht, natürlich. Und Nala macht hastig eine Verbeugung und tritt so ein paar Schritte rückwärts. Klotwig würde sich auch nochmal so leicht körperlich so ein bisschen zugewandt dazwischen stellen und sowas loslassen wie, seht es uns nach, Herren. Wir sind einfach so übermäßig süchtig nach Entertainment. Wir haben jetzt einen langen Tagesmarsch hinter uns, haben bereits 1 bis 2 Tage bei euch hier im Dorf verbracht. Mit Nachforschung darüber, wie wir überhaupt zur Veranstaltung kommen. Mhm. Ihr müsst es uns nachsehen, wir Künstlerseelen, wir können einfach nicht anders als zu performen. Sie deutet mit so einem leichten Kopfnicken quasi eine Verbeugung dir gegenüber an und klatscht zweimal in die Hände. Nun denn, dann performt. Oh. Jetzt, ja, selbstverständlich habe ich etwas. Klotwig geht ganz kurz in sich und beginnt dann auf seiner Laute immer 2 Akkorde im Wechsel zu spielen und singt dazu etwas, das ungefähr so klingen würde wie angekommen in des Grafen Anwesen sind wir dann doch sehr erfreut gewesen, seine sehr, sehr schöne Frau zu treffen. Oder sollte ich sagen, die eigentliche Herrin dieses Hauses? Nun, ich bin mit Verlaub nicht dazu befugt, also halte ich mich kurz und sage, wir sind überglücklich, dass wir hier sind und wir freuen uns schon auf die Feier. Und mit einem letzten Akkord beendet er sein Sprechen. Sie klatscht ein wenig in die Hände. Das ist ja vorzüglich. Ich kann schon kaum erwarten, wie sie erst auf der Hochzeit zu spielen beginnen. Hab Dank. Ein Künstler weiß immer zu schätzen, wenn seine Kunst geschätzt wird. Wo wir hier nun alle so feierlich versammelt sind, könnte ich auch direkt vielleicht schon mal eine kleine Segnung durchführen, um die Hochzeitsplanungen gut verlaufen zu lassen. Und ich möchte mein Amulett in die Hand nehmen, mein heiliges Amulett, was ich um meinen Hals hängen habe und möchte darauf Light wirken, damit es quasi anfängt, Leuchten von sich zu geben. Mhm. Soll ich da mal würfeln? Light kannst du einfach so wirken. Das geht tatsächlich. Ach so, ja, da muss ich gar nicht drauf würfeln. Dann mache ich das. Dann nehme ich mein Amulett in die Hand, das übrigens, wie sieht es nochmal aus? Ich glaube, so wie so ein Blatt, ein großes Blatt.
Ich hatte dir hier ein Bild quasi reingepackt in Foundry. Das gucke ich mir dann ja mal an. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das siehst du, glaube ich, am besten, wenn du auf Editieren gehst. Ja, okay. Genau, also ich beschreibe es mal kurz, damit ihr das auch mitbekommt. Also es ist quasi ein Blatt an einer goldenen Kette, und das hängt mir immer um den Hals als Symbol für Almathea. Und das nehme ich nun in die Hand und halte es vor mir in die Luft, spreche meinen Zauberspruch und es fängt an zu leuchten. Und ich möchte in meiner Halblingssprache ein paar Sätze sagen, um die einfach nur ein guter gute ja, Vorbereitung für die Hochzeit zu wünschen quasi. Du gib mir mal einfach ruhig noch mal einen kleinen Wurf auf Wahrnehmung, bitte. In was? Normal Wahrnehmung? Genau, einfach Wahrnehmung. Vergesst übrigens, ich erinnere euch jetzt nochmal dran, vergesst nicht, dass ihr aktuell ja ein W6, glaube ich, und zwei W4 noch zur Verfügung habt. Yep. Ja, aber das muss man davor sagen, ne? Bevor ich dir sage, ob du vergeigt hast oder nicht. Ah, okay, ja gut. Dann 20, das sollte doch wohl reichen. Du bemerkst in dem Moment, wo du deinen Lichtzauber auf dein Amulett wirkst, bemerkst du, wie der Graf die Augen abwendet und auch hinter dir die Wölfe tatsächlich mit einem Knurren, ich sag mal, ein, zwei Schritte zumindest zurückgehen. Und allerdings Celestia vor dir stehend, für so einen kurzen Augenblick hast du das Gefühl, dass sich hier gerade zwei Lichtquellen irgendwie gegenseitig versuchen, irgendwie voneinander wegzudrücken. Okay, kurzer Einschub. Danke fürs Abo, Samasch. Hallo und schön, dass du da bist. 18 Monate. Verrückt. Danke dafür. Das kriegt der Lukas nicht hin. Okay, jetzt geht's weiter. Okay. Mhm. Also, wie war das? Graf und Wölfe wenden sich ab, aber sie... Der Graf wendet sich tatsächlich so ein bisschen ab. Du hast einfach direkt... ja, der Gag gehört dazu. Der Graf wendet sich halt tatsächlich ab. Du, spontan würdest du einfach auch sagen, dass es sicherlich damit zu tun hat, dass er wohl relativ viel Zeit in der Dunkelheit zubringt. Die Wölfe knurren und gehen halt ein, zwei Schritte zurück. Und Celestia steht aber normal quasi vor dir. Und du hast einfach so ein bisschen für einen Augenblick das Gefühl, dass sich hier einfach zwei Lichtquellen gerade, blöd gesagt, um die Vorherrschaft bemühen. Okay. Ja, also wie gesagt, ich spreche meinen Segen in Halblingssprache und möchte dabei das Amulett so hochhalten und halte das dann auch danach auch weiter leuchtend vor mir. Das ist ja eine gar faszinierende Ansprache, die ihr gehalten habt. Ich, wie ich hörte, es klang, guten Abend, es klang für mich nach der Halblingssprache. Allerdings sprecht ihr in einem interessanten Dialekt, den ich so wohl nicht zu verstehen scheine. Das ist aber zu gütig. Allerdings, bitte verzeiht, mein zukünftiger Gatte ist dem Licht nicht ganz so gewogen, wenn ihr das doch bitte ein wenig dimmen könntet. Oh, das tut mir natürlich leid und ich mach sofort das Licht aus. Mir ist schon aufgefallen, dass es hier immer sehr dunkel ist in der Stadt und auch hier im Haus nicht viel Licht reinfällt. Ich wollte nur ein bisschen Licht und eine freundliche Stimmung reinbringen, aber natürlich kann ich verstehen, dass ihr daran nicht gewohnt seid. Habt Dank für eure Bemühungen. Es sei euch hoch angerechnet. Nun, ihr müsst wissen, dass die Hochzeit nun noch ein paar Tage auf sich warten lassen wird und auch der ein oder andere Gast, ich
verstehe nicht ganz, wieso ihr so früh eingeladen worden seid, aber der ein oder andere Gast wird nun seine Einladung erst erhalten. Also verzeiht uns, dass ihr vielleicht noch ein wenig Zeit hier verbringen dürft in unserer schönen Grafschaft, in unserer schönen Stadt Wraithwood. Ihr solange seid... meine Künstler... Entschuldigung. Sehr wohl. Also ihre... Wo ihr seid aktuell wo untergekommen? In der Taverne. Ich glaube, ich habe den Namen vergessen. Pickeliges Gesäß? Sie Nein, hieß... irgendwas mit Geistern. Wie hieß sie doch gleich? Mhm. Das Gasthaus zur Geisterrast. So hieß es, ja. Dort haben wir die erste Nacht verbracht, nachdem wir angekommen sind. Wir sind auch erst gestern Abend in die Stadt gekommen und konnten es kaum erwarten, euch zu besuchen und von unserer Ankunft zu erzählen. Deswegen haben wir noch keine feste Bleibe für die nächste Zeit. Und zumindest meine Wenigkeit wäre euch außerordentlich dankbar, wenn wir hier im Schloss verweilen könnten. Also nichts gegen die Lokalität, von der Freund Finrik gerade sprach, aber hier scheint es dann doch schöner zu sein. Zumal in eurer allerleuchtenden Gegenwart will ich mich natürlich mindestens bis zum Hochzeitstag befinden, um, ihr versteht, etwas inspiriert zu bleiben. Ach, ihr seid gar ein Charmeur, doch leider kann ich euch die Übernachtung in unserem schönen Hause nicht gewähren. Allerdings kann ich Ihnen versichern, dass Sie ab sofort gerne als unsere Gäste in dem Gasthaus verweilen dürfen und sich nicht über etwaige Kosten Sorgen machen brauchen. Wenn ich da noch einen Wunsch äußern dürfte, könntet ihr vielleicht dafür sorgen, dass Mirelle wieder Schicht hat? Ha, ich glaube, da arbeiten nicht viele andere. Ah, das ist schön zu hören. Das ist ein großzügiges Angebot und das nehmen wir natürlich gerne an. Darf ich jetzt noch kurz fragen, wann denn die Hochzeit geplant ist, stattzufinden, damit wir uns darauf einstellen können, wie lange wir in Wraithwood bleiben werden, mindestens? Nun, und der Graf beginnt tatsächlich wieder zu sprechen. Die Hochzeit findet statt in 6 Tagen. Wir haben uns dazu entschlossen, den Todestag meiner Eltern zu feiern mit dieser neuen Verbindung. Interessante Wahl. So gibt man dem Tag doch immerhin wieder eine schöne Bedeutung. So ist es. Nun denn, wenn es nichts weiter zu bereden gibt, dann müsste ich mich entschuldigen. Herr Graf, allen vorweg natürlich einmal vielen Dank für die Einladung, im Gasthaus bleiben zu dürfen. Aber sagt, beinhaltet diese Einladung auch Freigetränke? Ich frage für einen Freund. Nun, sorgt euch nicht um... sollte es in einem gewissen Rahmen bleiben, sollte dies kein Problem darstellen. Oh, dann lacht das Künstlerherz, ja. Danke, hab Dank. Nun denn, verzeiht mich. Und er beginnt tatsächlich schon zu gehen. Und geht quasi in den entgegengesetzten Raum, wo Celestia ursprünglich rausgekommen ist. Mit Verlaub, die Dame des Hauses... 6 Tage sind wirklich nicht mehr weit und mir wurde aufgetragen für eure Hochzeit eine Geschichte zu erzählen, die ja natürlich zu eurer Ehren ist. Dafür bräuchte ich jedoch eventuell noch ein paar mehr Details. Ist es möglich, dass wir uns über vielleicht eure Kennenlernen oder so unterhalten, damit ich daraus eine entsprechende Geschichte spinnen kann? Nun,
Ich erzähle diese Geschichte tatsächlich immer wieder gerne. Ich bin keine hochgestellte Dame aufgewachsen in den erweiterten Umfeld von Wraithwood, in diversen Städten gelebt, da meine Eltern mit einfachen Berufen gesegnet, doch diverse Male von Fuchstal auch gen Osten reisen mussten, um dort unterzukommen und Arbeit zu finden. Und eines Tages bin ich auf einer Reise zwischen diesen Städten, hab ich meine Familie plötzlich verloren hier in den Wäldern Wraithwoods und bin natürlich in höchster Not quasi hier durch die finsteren Wälder gelaufen und irgendwann auch tatsächlich in eine Grube gestürzt, dort mich natürlich verletzt und konnte dort nicht aus eigener Kraft herauseilen und plötzlich erschien mein Liebster an eben jenem Abhang, den ich da runtergestürzt bin, und hat mich befreit. Und es war auf den ersten Blick natürlich es war Liebe auf den ersten Blick einfach, die uns beide ereilt hat. Und so begann es halt, dass wir uns dann zunehmend natürlich erstmal aufgrund auch seiner Stellung heimlich sehen mussten und immer weiter uns verfallen sind. Viele, viele Briefe, die wir uns gegenseitig geschrieben haben. Wunderschöne Briefe, welche er geschrieben hat. Und so kam es dann, dass er irgendwann es ihm auch egal war, diesen Unterschied unseres jeweiligen Standes irgendwie begründen zu müssen und mir dann eben jetzt vor kurzem den Ring angeboten hat. Ohne euch zu nahe treten zu wollen, aber ist es womöglich möglich, dass ich einen oder ein paar dieser Briefe bekomme, nur für reine Inspiration, um eure Liebe den entsprechenden Ausdruck zu verleihen, natürlich. Ich werde sehen, ob ich eventuell ein paar dieser Briefe geeignet halte. Ihr versteht, dass mit gestiegener natürlich. Zeit natürlich die Inhalte immer persönlicher wurden. Natürlich, bestimmt auch die einen oder anderen Zeichnungen. Und Nara zwinkert unter ihrer Maske. Wäre es eventuell auch möglich, dass ich noch einmal mit dem Grafen reden, um seine Seite der Geschichte zu bekommen, um eure beide Romanzen natürlich in das richtige Licht zu rücken. Ich würde in diesem Augenblick tatsächlich vermuten, dass mein werter zukünftiger Gemahl eventuell nicht mehr dazu bereit ist, gerade in diesem Augenblick zu sprechen, aber ich werde... Natürlich, ich werde mit ihm drüber sprechen. Ich freue mich auch immer, wenn er eben unsere Geschichte ein wenig aus seiner Sicht da liegt. Denn auch er weiß, wie man mit Worten umzugehen hat. Ich freue mich auf ein weiteres Gespräch. Und Nara macht noch so eine Verbeugung. Nun, wo wir gerade schon vom Grafen sprechen, verzeiht mir, wenn die Frage vielleicht ein bisschen zu persönlich ist, aber... als Kleriker der Almatea kenne ich mich auch ehrlich gesagt ein bisschen mit Heilung aus und es wirkte für mich so, als wäre der Graf etwas, etwas kränklich oder etwas schwach. Wenn der Wunsch danach besteht, könnte ich mal mit dem Graf ein Gespräch anfangen und versuchen, herauszufinden, ob ich ihm vielleicht ein bisschen helfen kann, damit er wieder zu vollen Kräften kommt. Nun, das ist sehr, sehr umsichtig von euch, dies anzubieten. Doch müsst ihr natürlich wissen, dass selbstverständlich dem Grafen die besten Heiler dieser Lande auch zur Verfügung gestellt wurden. Und am Ende ist es einfach nur eine gewisse Schwere, die auf seiner Seele lastet. Und ich bin zuversichtlich, dass die mit der Eheschließung recht bald Geschichte sein wird. Seit wann trägt er denn diese Schwere mit sich? Nun, diese Schwere trägt er schon bereits viele, viele Jahre mit sich.
Manch einer sagt, und auch er glaubt, diese Schwere erst seit dem Tod seiner Eltern zu haben, aber ich denke, die wird wahrscheinlich schon etwas länger auf ihm lasten. Es ist schließlich sicherlich nicht einfach, in so einem Stand geboren zu sein. Habt ihr den Verlust deiner Eltern mitbekommen oder habt ihr euch erst danach getroffen? Nein, nein, ich hörte nur Geschichten. Und zugegebenermaßen möchte er selbstverständlich, und das sei nachvollzogen, nicicht gerne darüber sprechen. Das also bitte, solltet ihr nochmal mit meinem Liebsten sprechen, dann hütet euch davor, das anzusprechen. Und in dem Moment wird auch ihre Mimik tatsächlich wirklich spürbar ernster. Aber natürlich. Wir respektieren den Verlust. Haben wir das auch alle schon einmal erlebt? Ihr könnt mir tatsächlich gerne aber auch alle nochmal, das ist etwas, was ist jetzt gerade für unsere Neulinge in dem Fall, ihr könnt mir gerne alle nochmal einen Insight-Check geben. Das ist etwas, was ihr selber tatsächlich auch immer wieder anfragen könnt in gewissen Situationen. Dirty 20. 9. 18 für Klodwig, die böse 20 für Narra und eine 9 für Finrik. So, Klodwig und Narra tatsächlich. Ihr habt bei dem ganzen Gespräch, das ihr mit der Celestia führt, habt ihr tatsächlich, möchte man fast sagen, das erste Mal in dem Moment, wo sie euch sagt, dass ihr nicht mit dem Grafen über seine Eltern sprechen sollt. Das ist der erste Moment, in dem ihr tatsächlich wirklich zu hundertprozentig sicher seid, dass sie gerade wirklich nichts zu verbergen scheint. Aber bis dahin habt ihr, ihr könnt es nicht direkt mit einer Nadel quasi festsetzen, aber ihr habt die ganze Zeit einfach das Gefühl, irgendwas passt nicht zu 1000%. In diese ganze doch recht dieses freundliche, offene, naturell, passt nicht hundertprozentig teilweise zu dem Gebaren, was dahinter steht. Darf ich euch noch eine weitere Frage stellen, Milady? Nun, bitte fragt. Aber denkt dran, ich möchte auch gerne jetzt langsam aber sicher meinem Liebsten folgen, dem es vielleicht gerade auch nicht gut gehen wird. Es sind nur noch ein oder zwei kleine Fragen. Die sind schnell beantwortet. Was habt ihr vorher getan, bevor ihr den Grafen kennengelernt habt? Ihr meintet, ihr seid auf Reisen mit euren Eltern. Waren sie Händler? Nein, meine Eltern waren einfache Handelsleute zumindest zum Beginn und wurden dann zunehmend mit niederen Arbeiten dem Holzhacken oder dem Spinnen von Wolle und Garn und was weiß ich, niederste Arbeiten, die eben so anfallen, für die man vielleicht ab und zu den ein oder anderen Kreuzer bekommt. Das ist absolut beeindruckend, denn ihr wirkt vielmehr wie eine Frau, die noch ganz andere Begabungen hat als nur das reine Garnen. Ist das wahr? Ein bisschen mächtigere Fähigkeiten? Ich würde da an dieser Stelle gerne ins Wort fallen und darauf aufmerksam machen, dass wir vielleicht langsam wirklich was trinken gehen sollen. Nun, um eure Frage noch einmal kurz zu beantworten, ich habe, um auch meine Eltern zu unterstützen, vielleicht den ein oder anderen Moment als Kammerzofe von zumindest, sagen wir, niederem Adel verbringen dürfen und dort vielleicht das ein oder andere aufschnappen können. Oh, ihr müsst es mir bei Gelegenheit zeigen. Ich lerne immer gern von anderen Leuten. Sehr wohl. Irgendwann. Danke. Wenn da nichts ist, dann müsste ich sie freundlichst bitten. Und sie macht zwei schnelle Handbewegungen und ihr
hört hinter euch Bewegung und bekommt mit, dass die Wölfe tatsächlich scheinbar zu verschwinden scheinen. Aber das sichert doch. Und Nara macht nochmal eine tiefe Verbeugung. Mich hat es auf jeden Fall sehr gefreut, ihre Bekanntschaft zu machen, und ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen. Und wenn wir in irgendeiner Weise bei der weiteren Planung der Hochzeit helfen können, ihr wisst ja, wo ihr uns findet in dieser Stadt. Klotwig kriegt gerade noch so eine halbe Verbeugung hin und schickt noch so ein aufgesetztes Grinsen und ein Nicken an die zukünftige und wendet sich dann auch Richtung Ausgang. Sobald wir den Raum verlassen, wird Naras Holzmaske wieder zu Comedy. Ihr macht euch auf den Weg, ihr kommt quasi wieder in dem Eingangsbereich quasi an, und in dem Moment, wo ihr gerade relativ nah dran seid, diese Tür zu erreichen, knallt die auf einmal, das ist eine Doppeltür, die knallt dann auf einmal auf, und so dunkel wie das Haus quasi ist, ist von draußen, ist es halt ein Tucken heller quasi, und ihr seid auch kurz ein bisschen verwirrt, was da passiert, und ihr seht plötzlich zwei recht kleine Frauen, die aber irgendwie spontan fast schon sich sehr ähnlich aussehen. Zwei kleine Frauen, die strömen quasi in diesen Raum und sofort auch eine gewisse Präsenz direkt haben, die diesen ganzen Raum erfüllt, und beide rufen sie fast schon im Gleichklang irgendwie: Schwester, Schwester, bist du hier? Und sie schweben fast schon an euch irgendwie vorbei, und die eine, die an Klotwig vorbeigeht, sie fährt hier so mit den Fingernägeln fast schon, fährt sie dir einmal so ein bisschen durchs Gesicht. Ach, du bist aber ein ganz feines Kerlchen. Und die andere beugt sich einmal kurz zu Finrich und wuschelt ihr so ein bisschen durchs Haar. Ach Mensch, ein kleines Kind haben wir ja lange nicht mehr hier gesehen. Schwester, Schwester. Und sie gehen auch schon weiter und sind im Gang verschwunden. Wow, das waren die aufregendsten Kamazonen, die ich seit langem getroffen habe. Ich schaue dem nochmal so ein bisschen angezirzt hinterher. Finrich, seid ihr... geht es euch gut? Ich bin so ein bisschen benommen. Also haben die mich jetzt gerade kleines Kind genannt? Hab ich das? Nein, das müsst ihr falsch verstanden haben. Ich glaube, ein kleiner Wind, also weil ihr so schnell hier durchrennt. Ja. Oh, ich habe auch Kind verstanden. Also ich glaube, vier Ohren. Anderer tritt Klotwig einmal kräftig auf den Fuß. Aua! Die werden wir ja bestimmt nochmal wiedersehen. Dann werde ich nachfragen, und das klärt sich dann bestimmt als Missverständnis auf. Sicher. Ihr setzt gerade dazu an, weiterzugehen, und bemerkt dann plötzlich, dass eine sehr, sehr große Gestalt irgendwie dabei ist. Ihr seht eine Hand, die unter den Türrahmen quasi oben greift und sich einmal darunter durchbeugt und mit schwerem Schritt, wirklich sehr, sehr schweren Schritten, durch diese... Festival. Nee, noch größer tatsächlich. Also das war ein großer Ork schon, aber das, was der jetzt vor euch hat, ist nochmal deutlich größer. Und es ist halt einfach, ihr seht jetzt aber auch im Dunkeln, seht ihr einfach nur eine sehr, sehr große Gestalt, die aber auch mit wirklich sehr kunstvoller Rüstung irgendwie gekleidet ist, die allerdings, eine schwarze Rüstung, die er trägt, Plattenpanzerung, und ich sag mal, Finrich ist halt so ungefähr, du kommst maximal knapp bis unter seine Kniescheibe. Und der steht halt vor dir, und ihr seht tatsächlich im Dunkeln gerade nicht mal irgendwie sein Gesicht oder sowas, aber ihr seht zwei rote Punkte da, wo ihr jetzt wahrscheinlich Augen vermuten würdet, die auf euch runterschauen, und ihr hört nur: Aus dem Weg! Und tatsächlich... Sicher, der Herr? Ja. Ich selbstverständlich, schönen Tag noch. Und ich gehe auch aus dem Weg. Klotwig bringt kein Wort raus und guckt nur. Ja, und er schreitet halt quasi etwas weiter und bleibt dann aber vor dem Durchgang stehen, und ihr seht halt relativ schnell, er wird da auch einfach nicht durchpassen, es sei denn, er fängt da an zu kriechen. Ja. Geht ihr weiter? Das sind ja eigenartige
Gestalten, die hier in diesem Haus rumlaufen. Ich brauche jetzt mehr als vorher noch ein sehr gutes Getränk. Ich würde auch sagen, der Tag war schon lang. Wir haben viel erlebt. Wollen wir nicht erstmal wieder zurück in die Taverne gehen und ein wenig rasten? Ach, das sind Worte, auf die ich gewartet habe. Geht nur voraus, junger Freund. Dann ja, gehen wir erstmal wieder nicht aus dem Haus raus und auch aus diesem... Oder ich möchte, wenn wir in dem Vorhof hier sind, mich noch mal ein bisschen genauer umgucken, was man hier so sieht. Zum Beispiel, was das für, ob man erkennen kann, was das für Gebäude sind, die hier noch sind. Du... Gib mir mal einen Wurf auf, sagen wir in dem Fall tatsächlich mal Nachforschung. Also, wie heißt das? Recherche oder so? Ja, mal kurz auf Englisch. Ah. Investigation ist es, glaube ich. Ja, Investigation, genau. Sorry. Eine 16. Eine 16. Du schaust dir, ich sag mal, zumindest auf die Ferne. Das sind zwei relativ große Gebäude und du siehst, das eine Gebäude wirkt auf dich wie so eine, ja, kleine Kaserne einfach, die scheinbar auch ein bisschen dafür da ist, hier die eher höher gestellten Wachen des Grafen eigentlich zu beherbergen. Aber dieses Gebäude sieht tatsächlich auch einfach ein bisschen verfallen und ja, lange nicht mehr wirklich so aktiv benutzt, wie es vielleicht ursprünglich mal gedacht war. Und das andere Gebäude sieht auf die Ferne tatsächlich aus wie so eine etwas... hat so ein bisschen einen leichten Bibliotheken-Flair, sag ich mal, auf die Entfernung von all dem drumherum. Es sieht zumindest wie eine Gelehrtenstube irgendwie aus. Und hier fühlt man sich doch gleich wie zu Hause. Gut, ja, ich glaube, dann gehen wir weiter und erstmal wieder Richtung Taverne, hat mir jetzt gesagt, ne? Ja, die wird wirklich immer attraktiver mit jedem Schritt, den wir tun. Wie spät ist es eigentlich gerade? Das kann man hier ja in dieser Stadt überhaupt nicht sehen. Hier ist es ja immer dunkel. Haben wir irgendein Verständnis davon, wie spät es sein könnte? Ich sag mal, du hast es auch laut angesprochen und ihr denkt wahrscheinlich dann alle so ein bisschen drüber nach und ihr überlegt, okay, wir sind irgendwann mit dem Glauben, eine Nacht verbracht zu haben, was ungefähr von allen Zeitpunkten hinhauen könnte, irgendwann morgens, dann habt ihr gefrühstückt, dann der kleine Kampf, der jetzt auch nicht lange gedauert hat, ihr seid dann zum Hof hin und ihr würdet jetzt schätzen, dass es vielleicht, wenn überhaupt, so später Nachmittag ist, aber das ist eben auch schwierig zu beurteilen, einfach gerade für euch. Ja. Naja, wir haben ja schon viel erlebt heute und diesen Rucksack, den muss ich auch nicht die ganze Zeit mit mir rumtragen, wenn wir sowieso länger in der Stadt bleiben. Den würde ich auch mal gerne in mein Zimmer dann bringen, wenn wir jetzt fest da unterkommen. Das ist eine gute Idee. Uns sind ja so ausgezeichnet. Glaubt ihr denn, dass die Taverne so sicher ist, dass wir da unsere Besitztümer hinterlassen können? Also die Truhen bei den Betten sahen mir zumindest sehr stabil aus. Also die Frage ist natürlich, wer außer uns die Schlüssel dafür haben könnte, aber da mache ich mir bei einer so einen, genau, mache ich mir bei so einer kleinen Siedlung auch keine Sorgen. Nun, auf eure Verantwortung dann, Klodwig. Oh, hört auf mit diesem Wort. Klodwig? Das ist euer Name. Und wir betreten die Taverne. Yes. Jawohl. Ihr betretet die Taverne und ihr seht Valdrian bereits hinter der Theke. Wie er gerade während ihr reinkommt, in dem Moment, mein Lieblingsmove, schaut er sich gerade einen Becher an, spuckt da einmal rein, wischt das Ganze so ein bisschen nochmal aus. Und füllt dann Bier ein und gibt das gerade jemandem, der vor ihm steht. Und tatsächlich ist das Gasthaus gerade auch relativ gefüllt im Vergleich. Es sind einige Leute da. Ihr habt relativ
viele, ihr merkt halt einfach, dass hier so der Altersdurchschnitt, der geht vielleicht, wenn überhaupt, geht der bei Mitte 30 los. Ich würde gerne einmal möglichst heimlich, also ich kann auch gerne einen Heimlichkeitswurf machen, Prestidigitation auf die ganzen Gläser im Regal wirken, damit eventuelle Schmutzschichten und Spuckreste entfernt werden. Sehr schön. Wenn du mir noch mal ganz kurz sagst, ob du es tatsächlich auch auf die Entfernung wirken kannst. Ich meine ja, aber lass mich gerne noch mal nachschauen. Mhm. Distance 10 feet. Also ich kann gerne ein bisschen in den Tresen ran. Ja, das ist okay. Wenn du das auf 10 Schritt wirken kannst, du gehst halt ein bisschen näher ran und du machst es jetzt auch nicht super versteckt. Es kriegt auch keiner so großartig mit. Du wirkst halt einfach deine Formel, sprichst dann eben deine paar Arkan-Zauberformeln, machst deine Gesten und plötzlich glänzen halt auch sämtliche Gläser und Brühe und sowas in einem fast schon nie dagewesenen Glanz in diesem Dings. Und du siehst, in dem Moment greift Baldrian, jetzt habe ich selber fast Baldrian gesagt, einmal hinter sich, einfach blind. Der kennt halt eben sein Regal, der greift da rein, nimmt ein Glas, puh, spuckt rein und wischt das Ganze dann auch wieder aus. Man sieht und man hört einfach nur das verzweifelnde Naras seufzen. Und er begrüßt euch dann tatsächlich quasi so ein bisschen auf die Ferne schon. Ach, seid ihr auch wieder da. Mensch, sucht euch Platz. Adrian, hier ist ja richtig was los bei dir heute. Jeden Tag aufs Neue. Sagt mal, habt ihr zufällig noch die Zimmer, die wir gestern Nacht hatten, für ja, mindestens 6 weitere Nächte frei? Wir bleiben nämlich doch ein bisschen länger jetzt in der Stadt. Nun, so viele Gäste kommen hier nicht durch, die das, die Zimmer in Anspruch nehmen. Von daher habt ihr gerade Glück, dass ich die tatsächlich noch für euch reservieren kann. Das ist ja vorzüglich und ich muss auch noch dazu sagen, wir sind natürlich auf Einladung des Grafen hier und haben quasi ein All-Inclusive-Paket gebucht. Nur damit ihr schon direkt vorher Bescheid wisst, die Getränke, die Klodwig heute Abend zu sich nimmt, die sind alle schon bezahlt. Er klatscht dich in die Hände. Ha! Mensch, das ist ja ungewöhnlich, aber so sei es. Was darf sein, werter Klodwig? Wisst ihr, wir haben es ja noch nicht so spät am Tag, oder? Belassen wir es bei einem Becher Wein für jetzt. Dankeschön. Er nimmt unter den Tresen, greift er einmal nimmt eine große Glasflasche hervor, die einen Korken drin hat und nimmt diesen Korken fein raus, trinkt einmal einen Schluck daraus und stellt sie vor dir quasi auf den Tresen. So, Bruder. Nimm. Ich hoffe, er ist gut, Baldrian. Dankeschön. Der Beste. Ich würde den Rand der Flasche nochmal so ein bisschen skeptisch beäugen und dann so hoffnungsvoll zu Nara rüber gucken und ihr versuchen, mit den Augen zu verstehen zu geben, dass sie vielleicht die Flasche mit demselben Zauber nochmal sauber machen könnte. Ludwig, habt ihr irgendwie Zuckungen? Oh nein, ich wollte lediglich, also, na, vergesst ja, es. Ich habe da von einem ganz seltenen Krankheit gehört, sie nennt sich Obstmücken-Tourette. Oh ja, ja. Von der Krankheit habe ich gehört. Ich hörte, mit Alkohol ertränkt sie sich am besten. Tschüss. Mal, was haltet ihr denn von dem Grafen und seiner Gemahlin? Es war ja ein äußerst interessantes Gespräch, was wir da gerade mit den beiden geführt haben. Ich traue ihr nicht. Danke, Nara. Ich traue ihm nicht. Ich hätte wesentlich mehr Worte benutzt, um das auszudrücken, aber mir geht es ganz genauso. Niemand ist so schön und dann mit so einer Gestalt zusammen. Schon gar nicht verheiratet. Also verzeiht mir, das ist mir noch nicht untergekommen auf meinen Reisen in zig Jahren des Badentums. Und meine jungen Freunde,
Lasst sie mir eine Geschichte erzählen. Habt ihr schon mal von einem jungen Professor namens Jekyll gehört und seinem alten Freund Mr. Hyde? Da klingelt was. Ich habe eine ähnliche Sage gehört. Ist das dieser Mensch, der langsam aber sicher wahnsinnig wird und eine zweite Persönlichkeit entwickelt? Oder? Das ist eine Variante dieser Geschichte. Jedoch die Wahrheit ist, dass ein Hai dein eigenes Wesen ist, das in einem anderen Wesen lebt. Man könnte es auch als Besessenheit nennen. Finrik, als gemachter Kleriker wisst ihr doch bestimmt über sowas wie Besessenheit Bescheid, oder nicht? Nun, ich kenne mich eigentlich hauptsächlich mit Natur und Heilung aus und nicht unbedingt mit der dunklen Art der Klerik. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich ein seltsames Gespür hatte, als ich meine Segnung durchgeführt habe vorhin. Ihr habt ja sicher auch gemerkt, dass der Graf von dem Licht etwas ja abgeschreckt wirkte. Auf der anderen Seite seine zukünftige allerdings. Ich hab so ein komisches Gefühl gehabt, als ob sie eine Kraft wirkt, die gegen meine eigene Lichtkraft wirkt. Also als ob sie selbst eine Art der Lichtenergie ausgestrahlt hat. Und außerdem wirkte sie, als ich Almathea erwähnte, etwas brüskiert. Also ihr schien die heilige Almathea bekannt zu sein und sie wirkte nicht gerade erfreut, diesen Namen zu hören. Ihr habt doch erzählt, dass Almathea die Gottheit des Lebens ist, richtig? Genau, und der ja. Natur. Nun, bezüglich auf einen Hyde, der mit Sicherheit die Dunkelheit bevorzugt, zumindest laut den Geschichten, würde das nur sehr passen. Womöglich ist sie auch ein Geschöpf der Nacht, nicht unbedingt ein Hyde oder anfangs dachte ich noch ein Vampir, aber es gibt Menschen oder Sterbliche, die sich den dunklen Mächten verschrieben haben. Ich glaube, meinen sie Nekromanten? Vielleicht ist sie eine davon. Oh, verzeiht, aber sind nach meinem Verständnis, ich bin schon leicht angeschwipst, verzeiht es mir, ich schenke nochmal nach. Nach meinem Verständnis sind Nekromanten nicht sowas wie Leute, die Tote wieder aufwecken und sowas? Ja, unter anderem. Ist es nicht ein absoluter Zufall, dass diese Hochzeit ausgerechnet am Tag, an dem, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Eltern des Grafen 10 Jahre tot sind? Ja nun, es gibt die ein oder andere makabere Tradition in Adelskreisen. Also das, ihr würdet euch schaudern vor den Sachen, die ich schon mitbekommen habe zu Hofe. Also ich weiß ja nicht. Oder was Klopfi auch gemacht hat. Und in den meisten Hinterländern sind noch ganz viele abartigere Geschichten entstanden. Was ich euch da erzählen könnte, meine Freunde. Ah, Nara, ich sehe schon, wir sollten unbedingt nochmal einen Abend ausmachen, an dem wir uns nur über die Widerlichkeiten unserer Begegnung auslassen. Oh, aber sicher. Apropos ausmachen. Mir ist da eine Idee gekommen. Dürfte ich eventuell eure beiden Briefe haben? Oh, aber ja. Selbstverständlich. Ohnehin, ich bin es irgendwie leid, den vorzuzeigen. Ja. Dankeschön. Und Nara nimmt die beiden Briefe, packt ihren eigenen auch noch dazu und legt die erstmal einfach übereinander und ich würde die gerne vor ein Kerzenlicht halten, also dass das Licht durchscheint. Oh, du Megabrain. Es fällt der Groschen. Gib mir mal einen Wurf auf. Ich habe noch mehr Ideen, also wenn das nicht funktioniert. Gib mir mal einen Wurf auf Investigation dann in dem Fall.
Ich habe gedrückt. Foundry does not want me to roll. Ich lade mal kurz die Seite neu. Einen Moment. Währenddessen würfel ich das einfach kurz analog. Ich habe da eine plus 6 drauf. Hier sind. Und das ist eine 11. Dementsprechend 17. 17. Ich muss mal eben selber kurz meine Briefe hier aufmachen. Gib mir mal 2 Sekunden. Ah, jetzt hat es gelöst. Nevermind. Es hat gerollt. Das kannst du dir aussuchen, welche du nimmst. Was waren das andere? 8, 24 und 17. 7, 8, genau. Achso, weil er da zwei. Achso, okay, gut. Ja, du schaust dir diese Briefe über, legst sie halt übereinander, und du. Dir fällt auf jeden Fall auf, dass der Abschlusssatz bei allen tatsächlich wirklich exakt übereinander liegt. Steht bei euch allen. Ich hoffe, euch bald in Wraithwood begrüßen zu dürfen. Euer ergebener Freund X.V. ist bei allen wirklich perfekt übereinander. Und ebenfalls der Einleitungssatz, ich hoffe, diese Nachricht erreicht euch bei bester Gesundheit, ist halt auch wirklich perfekt übereinander, was im, auf jeden Fall im direkten Moment dich auch verwundert, weil selbst wenn du 10 Briefe hintereinander schreibst, wirst du sie wahrscheinlich nicht alle perfekt übereinander legen können, um dort eben wirklich so ideal übereinander oder das wirklich am gleichen Punkt geschrieben zu haben. Das ist zumindest das, was dir da auf jeden Fall auffällt. Das scheint zwar wirklich nur aus derselben Feder zu stammen, aber die Geschichte scheint so nicht verborgen zu sein. Lass mich noch etwas anderes probieren. Und Nada steht auf und geht zum Tresen. Mein Herr Wirt? Ja, was darf sein? Habt ihr zufällig ein Stück Zitrone? Er guckt dich kurz an. Zitro. Was? Habt ihr etwas schlechte Milch? Ha, das habe ich. Und er verschwindet. Das habe ich auch gerochen. Er verschwindet in der Küche und kommt tatsächlich mit so einem kleinen Krug wirklich ranzigstem Milcherzeugnis wieder. Ihr trinkt aber ungewöhnliche Dinge. Das ist nicht zum Trinken. Das ist eine ganz andere Spezialität, mein Herr. Und daran nimmt den Krug mit. Okay, also Zitrone würde besser funktionieren, aber vielleicht funktioniert auch diese Milchsäure. Und sie nimmt so ein Stück gegorenes Sahne, wahrscheinlich ist das schon drin, aus dem Krug und nimmt ihren Brief und streicht da die Rückseite so ein bisschen damit ein und hält es wieder über die Kerze und hält sich aber die Nase zu. Was macht ihr da, Nara? Ausprobieren. Oh. Da probiere ich noch ein bisschen bei. Dir fällt tatsächlich aber auch mit diesem Experiment nicht viel, ohne jetzt tatsächlich auch selbst zu wissen, was es genau bewirken soll. Was möchtest du mit erreichen? Mach so. Was möchtest du damit erreichen? Die Zitrone, wenn die funktioniert hätte, ich die gekriegt hätte, im Prinzip Geheimtinte. Ob da vielleicht noch eine zweite Nachricht drin ist, die ich nicht gesehen hätte. Ohne halt andere Dinge. Ich habe aber noch andere Ideen, alles gut. Ja. Nee, du versuchst das auf jeden Fall und aber auch da, du merkst, da ist scheinbar jetzt nicht mit irgendeiner Geheimtinte irgendwas verborgen. Und du hast jetzt halt einen vollgeschmierten Schritt da in der Hand. Ich mach einfach einmal Prestidigitation auf den Brief, sodass er wieder sauber ist. Der Brief ist wieder sauber, aber dieser Geruch in der Nase, der bleibt tatsächlich noch ein paar Augenblicke länger. Ich trage den Krug zurück zum Barbert. Vielen Dank, es hat wirklich nicht viel geholfen. Und geh wieder.
Er nimmt den einmal in die Hand, riecht da auch noch. Oh, und stellt ihn einfach nur zur Seite. Okay. Nun, ich habe noch zwei weitere Ideen. Lassen wir erst die simplere probieren. Und ich würde gerne die Briefe nochmal übereinander legen. Du hast gesagt, der Anfangssatz und der Endsatz sind exakt übereinander. Ja. Die anderen Sätze, beziehungsweise vielleicht spezifisch die ersten Worte, ergeben die irgendeinen Satz? Die würden... Okay, wir machen das jetzt einfach mal ein bisschen einfacher. Ist hinter den Briefen selber steckt jetzt gerade kein größeres Geheimnis als... Also du, sagen wir einfach, um das Ganze so ein bisschen zu beschleunigen, du versuchst sicherlich noch die ein oder andere in die ein oder andere Trickkiste zu greifen für diese Briefe selber, aber du kommst irgendwann zu dem Schluss, dass an diesen Briefen direkt nichts weiter ungewöhnlich ist als überhaupt die Tatsache, dass sie existieren. Oh, mir scheint, dass aber an diesen Briefen wirklich nichts anderes Ungewöhnliches ist, als dass sie existieren. Und das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Ich möchte mal aufstehen. Wir haben uns ja wahrscheinlich irgendwo hingesetzt und an die Bar gehen. Ich bin mir nur mit einer Sache sicher. Es ist alle aus derselben Feder. Nun, wir haben also quasi denselben Freund, ohne zu wissen, wer es denn nun sein könnte. Oder geht ihr mittlerweile so wie ich davon aus, dass diese Briefe vielleicht einfach... ich weiß nicht, vom Grafen selbst stammen? Vielleicht bevor er diese merkwürdige geistige Sache sich geholt hat? Ich weiß es nicht. Aber lass es weiter bereden, wenn unser Freund wiederkommt. Ja. Ich nehme noch einen kräftigen Schluck aus dem Becher. Ich würde gerne mal den Valdrian ansprechen, wenn er da ist, gerade an der Bar. Er beugt sich einmal komplett über den Tresen und schaut dann zu dir runter. Was darf sein? Auch Milch? Valdrian, mein Guter. Nein, danke, ich bin im Moment nicht hungrig oder durstig. Ich bin aber durstig nach Wissen, muss ich sagen. Wenn du wo richtig bist, dann bei mir, nicht wahr? Ich war mir sicher, du hast die Informationen, die ich brauche. Denn als Besitzer der Taverne, da kriegst du doch bestimmt den ganzen Tratsch in der Stadt mit. Und wir waren ja jetzt gerade beim Grafen und haben dort auch seine Verlobte kennengelernt. Wie war sie denn so? Ja, das würde ich dich eigentlich mal fragen wollen. Was hältst du denn von ihr oder was erzählt man sich so in der Stadt über sie? Er ist halt immer noch über den Tresen gebeugt und schaut zu dir runter und er schaut sich ein bisschen kurz, schon fast demonstrativ verschwörerisch einmal im Gasthaus um und schaut an jemanden vorbei oder auch jemanden an, der wirklich an der Kante des Tresens sitzt und dort irgendwie über sein Bier gebeugt hängt und nun ja, ich habe sie noch nie gesehen. Und um ganz ehrlich zu sein, kenne ich auch niemanden, der sie gesehen hat. Das ist ja faszinierend. Dabei lebt sie doch jetzt schon eine ganze Weile hier, oder nicht? So hört man. Aber mir ist sie noch nicht... was sollen solche hohen Leute hier in meinem Gasthaus suchen wollen? Die Eltern von den Grafen, die waren anders. Die sind ab und zu sogar hier mit dem Volk gewesen, aber das ist schon lange her. Also weiß man gar nichts über die... Ich weiß auch gar nicht, ob ich ihren Namen mitbekommen habe, als wir bei der Audienz waren, wenn ich so drüber nachdenke. Celestia, mein Freund. Ach, Celestia. Stimmt. Celestia heißt sie, genau. Weiß man gar nichts über sie hier? Nö, ich überlegt. Nee,
Also ich hörte nur, dass eben diese Liebschaft existiert zwischen ihr und dem Grafen, dass sie von einfachem Volke sein soll und von wahnsinnig schöner Gestalt. Allerdings keine, wie gesagt, gesichtet wurde sie hier in diesem schönen Etablissement noch nie. Eine Sache fällt mir dazu ein, wenn ich einhaken dürfte. Habt ihr kürzlich, wobei kürzlich auch einen längeren Zeitraum umfassen kann, nach allem, was wir über diese Stadt wissen, habt ihr in den letzten Monaten eine neue Familie im Dorf aufgenommen oder ähnliches? Ist irgendjemand Alleinstehendes neu eingezogen? Wisst ihr was? Wir nehmen jetzt an diesem Punkt mal an, du bist ja erst noch am Platz gewesen, du bist jetzt quasi so leicht trunken wahrscheinlich dann zum Tresen rübergewandert. Das heißt, ach so, Nara, ich habe mich am Tresen sitzen sehen, Nee, ihr saßt quasi irgendwo links, aber du bist dann jetzt, sagen wir, einfach hingewandert. Das heißt, Nara sitzt jetzt erstmal alleine am Tisch. Du kannst mir nochmal einen Wahrnehmungswurf inzwischen geben und währenddessen machen wir bei euch dann weiter. Eine Familie. Hier in Wraithwood? Neu hinzugezogen? Ja, neu hinzugezogen oder ich weiß nicht, vielleicht jemand, der früher gegangen ist und dann aber wiederkam. Irgendetwas. Nun, ihr müsst wissen, dass in der Zwischenzeit, seit die Dunkelheit doch verstärkt über unser Land gefallen ist, doch auch die ein oder andere Familie doch ihr Glück eher in südlicheren Gefilde gesucht hat. Sofern sie es hoffentlich durch den Wald geschafft haben werden. Und ansonsten, aber neu kommt eigentlich keiner nach Wraithwood, zumindest seit langer Zeit. Ihr seid tatsächlich die frischesten Gesichter, die wir hier seit einiger Zeit zu Gesicht bekommen haben. Und er klopft dir einmal so kräftig auf die Schulter. Und das soll bei dir schon was heißen, nicht wahr? Ja, wenn du es sagst, Valdrian. Henrik, ich merke langsam, ich bin nicht mehr so richtig in der Lage, vernünftige Unterhaltung zu führen. Jedenfalls keine zielführende. Und wende mich dann an Finrik, frag ihn doch mal, wann war das mit der Dunkelheit? Ja, genau. Also, das ist uns ja aufgefallen hier, dass es wirklich sehr dunkel ist, meistens in dieser Stadt. Und im Gegensatz dazu, wenn ich das kurz sagen darf, wirkt Celestia ja wie eine Leuchtfackel im Dunkeln, so wie wir sie gesehen haben. Aber der Rest der Stadt wirkt ja wirklich immer dunkel. Und wir haben auch vom Grafen gehört, dass dies schon seit einer gewissen Zeit so sein soll. Valdrian, sag mal, seit wann ist denn das so? Das kann doch nicht schon immer so gewesen sein, oder? Nein. Die Stadt war eigentlich schon immer eher, ich meine, hier war es etwas frischer hier im hohen Norden, was dem einen oder anderen auch sicher mehr zuträglich ist als dem anderen, aber diese länger anhaltende Dunkelheit, die ist dann erst seit schätzungsweise vor 10 Jahren ist die begonnen, relativ kurz nach dem unglücklichen Tode der vorigen Grafen und ich sag mal, die einfache Zunge hier in dieser Stadt behauptet, dass das einfach ein Zeichen ist, dass die Sonne um diese beiden zu trauern scheint. Deswegen. Das ist aber eine sehr lange Trauerphase, muss man sogar merken. Das wäre auf jeden Fall interessant, wenn das zusammenhängen sollte. Da von so einem Phänomen, das wäre mir auf jeden Fall neu, aber man hat ja schon von so vielen Sachen gehört, die einem vorher unbekannt waren. Deswegen werden wir sehen, ob da was dran ist oder nicht. Aber du meinst, der Graf und seine Gemahlin lassen sich nicht oft in der Stadt
blicken, aber wie sieht es denn mit den Angestellten der beiden aus? Also wir haben zum Beispiel einen gewissen Percival dort kennengelernt, der uns durch die Gemächer des Grafen geführt hat. Habt ihr von dem schon mal gehört? Nun, von Percival haben wir gewiss gehört. Percival ist nun mal schon eine spezielle Erscheinung, glaube ich, in jeder Stadt. Und ist allerdings, das müsst ihr wissen, der einzige Angestellte inzwischen noch des Grafen. Der einzige Angestellte, das... Der einzige direkte Bedienstete in seinem Hause. Das klingt interessant, denn wir haben wirklich mehrere Gestalten in dem Haus gesehen, die dort zugegen waren. Zum Beispiel auch eine Gestalt, die hat, also ich weiß nicht, wie es den anderen beiden ging, ich muss sagen, mich hat die schon wirklich eingeschüchtert. Ein riesiger Ritter in einer dunklen Rüstung, der wirkte schon sehr, sehr beeindruckend. Ich hoffe, er ist nicht auch zur Hochzeit eingeladen. Hier, Freunde, ihr müsst langsam, habe ich das Gefühl, ihr habt schon fast ein bisschen zu tief ins Glas geschaut, aber beide riesige Gestalten. Ja, Claude, wie ich sag doch mal, der war doch bestimmt 2 Meter groß. Der war mindestens 4,5 Hinrichs groß und hässlich wie die Nacht, aber ganz kleine rote Augen. Naja, es scheint mir so, als ob der Graf noch ein paar Geheimnisse in seiner Unterkunft versteckt. Ganz mal eben zwischendurch. Nara, dein Wurf auf Perception war eine 7, sehe ich das richtig? Ja, und ich habe einen unserer W6 genutzt und das war eine 1, also ist es insgesamt eine 8. Eine ganze 8. Gut, ich habe 22. Belastend. Du, das reicht, also für dich reicht das in dem Fall aber auch tatsächlich schon aus. Du schaust, bist jetzt gerade alleine an deinem Tisch und sitzt dann da so ein bisschen und schaust dich sicherlich das ein und das andere Mal auch ein bisschen in dem Raum um, einfach die Menschen hier quasi wahrzunehmen, was hier eigentlich so los ist. Und dir fällt irgendwann in einer Gruppe von älteren Herren, fällt dir eine Gestalt auf, die noch deutlich größer ist als alle anderen, aber dabei relativ schlank, in scheinbar feiner Gewandung irgendwie. Du siehst langes, silbriges Haar und du überlegst kurz und irgendwie hast du das Gefühl, das kommt dir bekannt vor. Und dir fällt tatsächlich relativ schnell auf, und das sage ich jetzt einfach mal so, dass das irgendwie der einzige, den du jetzt so spontan in Erinnerung hast mit eben solcher Gestalt, ist eben dein alter Freund namens, musst du mir nochmal sagen, ich habe den mir nämlich nicht geschickt. Xiantor Valadrin. Genau. Valadrin. Und den siehst du, glaubst den halt in einer Gruppe zu sehen. Währenddessen guckt, angetrunken wie du bist, aber trotzdem mit geübter Aufmerksamkeit in dieser Trunkenheit, vielleicht sogar durch die Trunkenheit verbessert, schaust du dich auch ein bisschen nebenbei in der Bar um, während du das Gefühl hast, dass sich einfach alles dreht hier. Und du siehst diesen Herren am Rande des Tresens siehst du sitzen, der über sein Bier hängt, und auch dir fällt irgendwie eine sehr feine Gewandung auf, eine schlanke Statur, ein silbriges, langes Haar, was aber zu einem Zopf zusammengebunden ist, und dir fällt von deinem Blickwinkel aus sehend, fällt dir tatsächlich dieser Seitenbart quasi auf, dessen Name ich gerade vergessen habe. Koteletten. Genau, dieser so ein großer, buschiger Kotelettenbart fällt dir auf. Nara, du siehst in der Ferne, siehst du tatsächlich, dass der deiner einen Schnauzer hat, so wie du ihn kennst. Tatsächlich ja auch gezwirbelt. Und Finrik, du
kannst mir ruhig auch nochmal einen Wahrnehmungswurf geben. Du siehst, wie durch die Tür eine Person schreitet und auch dir kommt die sofort als, oder also Klotwig, du erinnerst dich dann auch, dass das halt jemand ist aus deiner Vergangenheit und glaubst, ah, irgendwas mit X und V war in seinem Namen drinne. Und trinkst noch einen Schluck. Und Finrich, du schaust halt irgendwann auch mal kurz, siehst, wie die Tür aufgeht und du siehst, wie eine Gestalt reinkommt, auch großer Mann, auch silbriges Haar, was allerdings irgendwie so ein bisschen fein verziert, hochgebunden ist. Und dir fällt dieser Kinnbart an ihm auf. Er betritt diesen Raum und ja, ihr seht alle entsprechend. Oder auch dir kommt das sofort als eben benannte Person auf, von der du glaubst, dass die aus deiner Vergangenheit ist und dir den Brief geschrieben haben könnte. Sind die beiden inzwischen wieder bei mir am Tisch? Ich wollte gerade vorschlagen, dass wir zurück zum Tisch gehen, um mit dir darüber zu sprechen, was wir gerade sehen. Ja. Ja, dann würde ich vielleicht den Becher stehen lassen, die Flasche mitnehmen und Finrik packen und versuchen, dass wir uns zu nahe setzen. Die reibt sich gerade ihre Augen unter ihrer Maske. Ja, und zwar torkelnd, aber so, ich habe noch so ein halbes Auge, habe ich noch so am Tresen bei dem Gentleman über seinem Bier. Also, wie war das jetzt? Wir sehen alle drei unterschiedliche Gestalten oder die gleichen? Ihr seht alle drei unterschiedliche Gestalten und jeweils, ganz stumpf gesagt, eben besagten Freund, von dem ihr glaubt, den Brief bekommen zu haben. So, da ich mir eure Namen nicht aufgeschrieben habe und die immer gefühlt sich gewechselt haben. Okay. Ach, da seid ihr ja wieder. Ich hab euch ein, nennen wir es Geständnis, zu machen. Ich hab doch erwähnt, dass mein Hochelf-Freund hier in der Stadt sein soll, nicht wahr? Und der einzige Hochelf, den wir getroffen haben, war doch dieser Bauer. Scheinbar war das doch nicht der Einzige. Schaut mal dort hinten. Wo siehst du denn da was? Dort hinten, in der Gruppe an älteren Menschen. Seht ihr nicht? Langes, weißes Haar, ein gezwirbelter Schnauzer, Hochelf. Ich sehe nichts. Der Einzige, den ich hier mit langen, weißen Haaren sehe, sitzt da hinten und hat so einen komischen Kotelettenbart am Tresen mit dem Bier. Faszinierend. Finrik, seht ihr ihn? Ich weiß nicht, kann ich ihn sehen? Wenn ihr gegenseitig euch beschreibt, wo gewisse Person zu sehen ist, wenn Nara, du zeigst halt in diese Menschengruppe hinein, wo du eben diese Person siehst und die anderen beiden, ihr schaut euch auch in die Richtung rum und auch erwartungsvoll quasi etwas zu sehen und seht halt einfach nur eine Gruppe alter Herren irgendwie in schmutziger alter Kleidung. Und der Einfachheit gesagt ist das bei allen ein ähnliches Event sozusagen, dass ihr seht immer noch die Person dort stehen, aber ihr die anderen sehen sie einfach nur normale Leute. Klar. Also ich kann da jetzt nichts Besonderes erkennen, muss ich gestehen. Ich sehe da auch nur dieselben alten Lappen wie vorhin. Aber hier, der da gerade durch die Tür reingekommen ist, der erinnert mich an einen Freund, den ich früher mal kennengelernt habe. Nee, der Xaver war ja ein Halbelf und ein Halbling. Und das ist ein Mensch, den ich damals getroffen habe in. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Der sieht dem zu verwechseln ähnlich. Vielleicht habe ich den Brief dann auch hinbekommen. Die Tür ist doch zu, Finrik. Der ist gerade da, der steht da vorne, da, guck mal. Ach. Ja, da ist niemand. Also es ist tatsächlich schon jemand, aber halt wirklich einfach nur ein etwas älterer Herr, der so
reinkommt und auch irgendwie auf den Boden spuckt, da immer so ein bisschen drüber wischt und dann weitergeht. Faszinierend. Ich würde gerne einmal mein zweites Zauberbuch rausholen, mein Ritualbuch. Und gerne ein bisschen Zeit aufwenden und Detect Magic als kleines Ritual wirken. Spezifisch auf meinen Freund Xandor. Du beginnst dein Wirken, das sind ja dann 11 Minuten, glaube ich. 10 Minuten. Ich glaube, oder? 10 Minuten plus? Also ein Ritual ist standardmäßig immer 10 Minuten. Ja, plus die Zauberzeit ursprünglich vom Ding selber. Warte kurz, das ist... Du bist auf jeden Fall mindestens 10 Minuten beschäftigt. Ja. So viel können wir auf jeden Fall schon mal ganz safe sagen. Und in der Zwischenzeit, ihr seht halt, wie Nara plötzlich eins ihrer Bücher rausholt. Ich glaube, ihr habt das auch tatsächlich schon gesehen, dass sie da beginnt, irgendwelche Rituale zu verfolgen und dementsprechend... Das ist tatsächlich am wenigsten verratzt und verkuckelt. Ich würde gern, ich heb meine Hand so hoch und ruf Xaxos, Xaxos, hier, ich bin's, Finrik, komm doch mal rüber, Mensch, dich habe ich aber lange nicht gesehen. Du siehst auf jeden Fall eine seltsame Erscheinung, du machst diese Person auf dich aufmerksam. Aber die Reaktion fühlt sich für dich auch im direkten Moment einfach an, als wenn da irgendwie das Tempo quasi dahinter verlangsamt ist, der Einfachheit halber gesagt. Also es wird reagiert, aber die Bewegung darauf ist wirklich sehr, sehr langsam. Okay. Zauberlag. Also, Ludwig. Hast du das gesehen da? Den Xaxos da vorne? Ich weiß nicht, wen ihr meint. Der Alte von eben. Ja, da vorne, neben der Tür. Das ist Xaxos. Den habe ich... das muss der sein. Der sieht dem so ähnlich. Aber irgendwie ist er komisch heute. Ey, ich weiß nicht, wovon ihr sprecht, junger Freund. Seht ihr den Typen da an der Tresen? Und ich würde an dieser Stelle gerne Message benutzen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Anwendung ist, aber ich würde versuchen, für mich, also ich zeige zwar nochmal Finrik, ich zeige ihm nochmal, wen ich meine, aber ich bin mir mittlerweile fast sicher, dass auch er meinen Typen nicht sehen wird und spreche deswegen während des Zeigens eine Message an wen auch immer ich da sitzen habe. Ja. Und ich würde gern, kann ich die Message bestimmen oder geht es nur um eine Kontaktaufnahme bei dem? Du kannst die Message, ich müsste gerade nochmal nachgucken, Message ist ja glaube ich ein bisschen, da kannst du ja theoretisch mehr sprechen, lass mich mal selber nochmal kurz reingucken. Also du kannst auf jeden Fall Also der Zauber schafft es auf jeden Fall zu ihm. Also du kannst du kannst damit, genau. Okay, dann ich würde ihn gern fragen, seid ihr der, für den ich euch halte? Du sprichst es in die Richtung und du so wie du deinen Zauber kennst, glaubst du, dass es eigentlich die Zeit, die dein Gegenüber dann hat zu reagieren, dass die jetzt eigentlich schon vorbei ist und du hörst wie so einen After-Effekt quasi, hörst du dann irgendwann so ein ja. Wow, das kam unerwartet. Okay, Henrik. Und Entschuldigung, sprich. Ja, Nara, du beendest deinen Zauber und gib mir mal bitte einen gib mir mal einfach einen Constitution Saving Throw. Eine 10. Du beendest deine Zauberformel und eben in der Erwartung, Schleier, sag ich mal, von Magie zu sehen,
öffnest du dann quasi mit deiner neuen magischen Sicht die Augen und in dem Moment musst du dich komplett einmal abwenden, weil du kurz das Gefühl hast, dir werden gleich die Augen ausgebrannt, weil du musst dich einmal abwenden und irgendwie langsam rantasten und du siehst diese drei Gestalten, auch auf die anderen beiden gezeigt haben, wirklich in einem massiven blauen Strahl quasi leuchten. Was wirklich im ersten Augenblick dir fast gefühlt die Augen rausgebrannt hat. Und du siehst zwischen diesen Gestalten, siehst du einen wirklich sehr leichten, fast wie so ein Faden dieses blauen Strahles, der sie verbindet. Okay, kann ich ausmachen, welche Art von Magie das ist? Also wird eigentlich mit dem Zauber auch gesagt, welche School of Magics es ist, wenn es eine ist. Das ist für dich absolut keine. Das ist quasi einfach zu viel und du hast das Gefühl, es ist. Wenn du es benennen müsstest, würdest du sagen, es ist jede School of Magic gerade irgendwie, die da ineinander greift und wirklich eine Kernfusion erzeugt quasi. Faszinierend. Nehmen wir diese magische Verbindung auch wahr? Sehen wir das? Nein. Die sieht gerade nur Nara. Meine Freunde? Oh Gott, das ist so hell. Und Nara hält sich unter ihrer Maske die Augen zu. Ich kann nun eure Freunde sehen. Also, ich konnte sie sehen. Gerade bin ich blind. Sie sind extrem magisch. Ich kann gar nicht wirklich sagen, auf welche Art und Weise sie magisch sind. Aber oh Gott, es ist so hell. Magisch. Sie sind miteinander verbunden. Also entweder sind sie alle derselbe oder alle vom selben gesteuert oder erschaffen. Ich kann nicht mal sagen, ob es Illusionen oder echte Wesen sind. Sie sind aber nicht mit uns verbunden, was ich, glaube ich, positiv empfinden könnte. Ich weiß es nicht. Aber sie sind... Oh Gott, es ist so hell. Nara, ich glaube, ich weiß genau, wen ihr meint. Und ich bin wirklich ziemlich sicher an meiner Annahme, dass der Typ da, ich zeige erneut Richtung Bar, unser Xaver, Xandor, Xaxas, oder wie wir ihn nennen wollen, sein muss. Du meinst Valdrian? Nein, da links neben ihm, da der Typ mit dem Bierkrug. Ach, ich sehe nicht, es ist so hell, es tut mir leid, ich weiß nicht, was du sagst. Nara, vertraut mir einfach, ich habe ihn eben gefragt, er hat ja gesagt, ich bin zu 100% sicher. Wir sollten da wirklich jetzt gesammelt rübergehen und diesen, was auch immer, mal die Meinung geigen, was diese Briefe betrifft. Aber, okay, dann tut das. Ich muss warten, bis der Zauber abklingt. Ich sehe wirklich gar nichts mehr. Oh. Zeit. Das kann sie natürlich auch selber beenden, ne? Ich glaube, daran denkt sie gerade nicht. Könnt ihr sehen, wo die Magie herkommt? Oder könnt ihr nur sehen, dass sie hier im Raum ist? Sie ist hier und die drei sind miteinander verbunden, aber ob sie eine gemeinsame Quelle haben, das kann ich... Vielleicht ist es auch gerade einfach zu hell. Sie sind extrem magisch. Keine Ahnung. Ich bin nach wie vor dafür, dass wir zu meinem Typen an die Bar gehen. Ich schwöre euch, er wird euch gefallen. Ich habe kurz mit ihm gesprochen. Netter Kerl. Okay, dann Nara tastet so am Tisch nach Klodwigs Hand. Dann führt uns hin. Okay, komm, meine Liebe. Ja, ihr geht da hin und ja, du siehst, wie der Herr sich zu dir umblickt und ihr seht, wie der, sagen wir jetzt einfach, der Mensch quasi sich, während er so, schon so halb auf dem Tresen liegt, so und Klodwig, du siehst halt diesen Herrn mit diesem Backenbart, wie er dich anschaut und dir einfach freundlich erstmal zugrinst. Ihr seid XV. Ich weiß es einfach. Und jetzt macht keine langen... Also wir wollen... Sagt uns einfach euren Namen, bitte. Ich
bin natürlich etwas unhöflich geworden. Ja, ja, du, ja. Du sprichst zu ihm und ihr hört halt eben auch, was er sagt. Und dieser Typ liegt da immer noch so, verpiss dich doch. Und Klotwig, du hast halt immer wieder diesen lächelnden Hochelfen quasi vor dir. Lange nicht gesehen, ne? Ja, kann man so sagen. Könntet ihr für mich ganz kurz einmal... Verzeiht, ihr kennt mich offensichtlich, wie euer Brief schon verrät und wie ihr mir jetzt auch zu verstehen gebt. Aber wer zur Hölle seid ihr? Währenddessen der Mann eben... Fass mich nicht an hier, lass mich noch in Ruhe. Und er sagt es mir. Ludwig, wir sind doch, sind wir nicht zusammen durch Oputio gezogen und haben da vielleicht die ein oder andere Bar unsicher gemacht? Erinnerst du dich nicht mehr? Was bitte? Oputio. Oputio, ja. Wir haben doch den ganzen Süden haben wir doch unsicher gemacht. Ach, ihr wart das. Ja, klar. Ja, genau. Ich erinnere mich, Freund. Ich erinnere mich, das war eine schöne Zeit und euer Name ist mir auch gerade wieder eingefallen. Das war ein schöner Name. Währenddessen der Mann halt, was nennst du mich schön? Lass mich doch in Ruhe jetzt hier. Ja, ich würde etwas weniger touchy werden dann und vielleicht den armen Menschen, der da wirklich sitzt, in Du bekommst die Reaktion von dem tatsächlich gar nicht mit. Ihr seht, wie Klotwig irgendwie auch seine Hände wegwischt und sowas, aber du hast weder das Gefühl noch die Optik davon irgendwie. In Ordnung. Und ihr seht, dass Klotwig auch irgendwie berührt wird und teilweise auch ein bisschen weggestoßen wird, aber Klotwig, du kriegst das gar nicht mit. Okay. Finrik, könnt ihr nicht irgendwie, kommt mal, könnt ihr nicht irgendwie hier den Bereich enthüllen oder sowas? Ihr könnt doch sowas als Kleriker, oder nicht? Enthüllen? Ich weiß nicht, enthüllen. Ich habe halt das Gefühl, da spricht jetzt Philipp, ich habe jetzt das Gefühl, wir müssen diesen Typen irgendwie desillusionieren oder so. Ich habe halt keine Ahnung, wie wir den sonst irgendwie zum Reden kriegen sollen. Ja, ich glaube, wir beide wissen ja gar nicht, dass du ein anderes Gespräch führst als wir. Richtig, oder? Aber okay, ja, danke. Ich muss in meine Denke wieder rein. Nara, ich glaube, der Klotwig hat zu tief in seinen Weinbecher geguckt, denn jetzt belästigt er hier schon die armen Leute an der Bar sitzend. Oder war das... Ich flüster so rüber. War das einer von diesen, die so geleuchtet haben? Warte, ich mach mal nochmal die Augen. Oh Gott, er. Also, hier ist zumindest einer der Leuchtmenschen. Ich weiß nicht, ob der an der Bar sitzt. Das ist einfach nur hell. Aber wir können auch den anderen probieren. Der ist da hinten. Oder deinen. Ja, lass doch mal gucken, was das, also es scheint ja so, als würde Klotwig mit dieser Person sprechen, die er kennt, aber für mich wirkt das ja sehr konfus. Lass uns doch mal zu deiner Person rübergehen. Klotwig ist mittlerweile dazu übergegangen, von seiner gesamten Reise zu erzählen. Einfach so. Ja, und du hast tatsächlich auch wirklich einen Austausch darüber und du... Ihr erzählt einfach über diese, auch deine Reisen, auch eure Überschneidungen. Da wird dann einfach drüber gesprochen und ihr seht halt, wie der Typ inzwischen auf dem Tresen einfach nur schläft. Und Klotwig ihn halt komplett voll brabbelt und immer wieder, haha, ja, stimmt. Was meinst du? Was auch immer Klotwig macht, er scheint sich aber richtig zu unterhalten. Ja, also... Ich hoffe nur, dass die Person, mit der er wahrhaftig spricht, ihn nicht irgendwann auf die Nase gibt, wenn der so weiter auf den einredet. Er scheint davon ja gar nichts mitzubekommen.
Nun, hoffen wir vom Besten. Ja, lass doch mal zu deinem sonst rübergehen und vielleicht kannst du mal versuchen, mit deinem Hochelfen zu sprechen. Okay, der war dort hinten in einer Gruppe von älteren Herren. Könntest du mich hinführen? Ich will den Zauber noch nicht beenden, vielleicht wird er noch nützlich, aber ich sehe wirklich bei den Göttern gar nichts. Ja, selbstverständlich. Aber ich weiß nicht genau, wen du meinst, deswegen ich gehe einfach mal so in die Richtung, wo die Gruppe sein soll. Sobald wir da angekommen sind, wird Nara sich einfach so ein bisschen nach vorne beugen. Entschuldigung, Xiander, bist du das? Na, wenn die das Augen nicht Narrator ist. Es ist ja ein Vergnügen, dich wiederzusehen, nach all der Zeit. Die Freude ist ganz meinerseits. Tut mir leid, dass ich dich nicht anschaue. Du bist gerade sehr hell. Wie kommt das? Bist du eine Illusion? Bist du ein Figment meiner Imagination? Mit deiner Imagination war ja immer irgendwas los, nicht wahr? Das hast du jetzt gesagt. Und Finrik, du kriegst halt mit, wie diese Gruppe an Herren, die da irgendwie steht und sich unterhält. Was willst du jetzt eigentlich? Was willst du hier? Ja. Entschuldigt, meine Gefährtin, sie führt hier nur ein kleines Gespräch. Lasst euch davon nicht stören. Höre ich, was Finrik sagt? Ja. Meine Herren, entschuldigt, ich habe gerade einen Sending-Zauber gewirkt. Ignoriert mich einfach, hier ist die Verbindung am besten. Dich, Nara, schaut er so ein bisschen an, was ist jetzt gerade bei dir los? Und als Nara spricht, ich habe einen Zauber gewirkt, merkst du deutliche Anspannung bei diesen Herren. Gerade gesagt, das ist eine Hexe? Das ist eine Hexe, oder? Ja, ich glaube, ich habe auch gehört, dass es eine Hexe ist. Meine Herren, beruhigt euch. Kein solcher Zauber ist das, der hier gewirkt wurde. Alle Zauber sind finsterer Natur. Das ist nur so ein geflügeltes Wort, was man spricht. Ja, geflügelt hatten wir ja schon lange nicht mehr. Wenn man in den... die gute Nara ist nur in ihren tranceartigen Zustand gegangen, um Erlebtes zu verarbeiten. Und hier an diesem Ort geht dies am besten. Ihr habt nichts zu befürchten. Ich sei so bescheuert. Für den Mirik, sag jetzt nichts Falsches. Nun, so würde ich das nicht ausdrücken, aber wenn man lange auf Reisen ist, dann gewöhnt man sich ungewöhnliche Dinge an. Ich würde jetzt tatsächlich aufgrund der Uhrzeit zumindest, also Nara, du hast ähnlich, im Endeffekt jetzt das Ähnliche, dass du dich mit ihm unterhalten kannst über gewisse Erlebnisse, die ihr zusammen vielleicht hattet, Zeit, die ihr miteinander verbracht habt. Und Ich hätte zwei spezifische Fragen, die ich ihm ganz schwer stellen würde. Mhm. Und zwar erstens, du hast in deinem Brief geschrieben, du hättest hier in Wrathwood eine längere Bleibe gehabt. Warum bist du nun nicht mehr hier? Weil ich noch nie hier war. Aber wie kannst du mir denn hier einen Brief geschickt haben, der mich hierher geleitet hat? Das ist die Frage, nicht wahr? Sag bloß, du hast einen neuen Zauber entwickelt, der dich durch die Zeit reißen lässt. Ha! Mit Zaubern habe ich ja schon immer meinen Spaß gehabt, nicht wahr? Nicht wahr. Das ist hier, glaube ich, der Kernpunkt. Du hast mir immer noch nicht gesagt, was dieser Zauber hier ist, was dich hier erscheinen lässt.
Ich bin ja schon immer eine leuchtende Erscheinung gewesen, nicht wahr? Eine Leuchte warst du definitiv. Aber nicht unbedingt die hellste. Oh. Da ist wieder die bissige Narra, die ich kenne. Und Finrik, machst du in der Zwischenzeit nochmal irgendwie was? Naja, ich könnte natürlich auch zu meiner Person gehen und den mal ansprechen. Wenn die anderen beiden beschäftigt sind. Ihr merkt tatsächlich, oder beziehungsweise du merkst auch, dass sowohl Klodwig ist immer noch komplett irgendwie, es ist fast schon in Bann gezogen irgendwie in diesem Gespräch und es wirklich als, es hört auch einfach nicht auf, das Gerede irgendwie und auch, halt, ja. Auch der Austausch zwischen Narra und dieser Person hört irgendwie nicht auf und ab einem gewissen Punkt merkst du tatsächlich auch, dass bei beiden die Gegenseite, die Reaktion irgendwie am Anfang ja noch stark abwehrend irgendwie, dass es einfach immer weniger und schwächer wird, was da irgendwie zurückkommt und auch die umgebenden Personen immer weniger aktiv zu sein scheinen irgendwie. Und ja, du begibst dich dann zu eben deinem Freund hin und wirst dann auch tatsächlich direkt begrüßt. Albertea zum Gruße, werter Finrik Leichtfuß. Wie lange haben wir uns denn schon nicht gesehen? Das freut mich ja, dich hier in dieser fernen Stadt zu sehen. Ich dachte schon, ich werde langsam verrückt, denn ich fragte mich schon, von wem ich diesen Brief erhalten hatte, der mich hierher gebracht hat. Und jetzt weiß ich, dass der Brief wohl von dir stammen musste, oder ist es nicht so? Ich habe viele Briefe geschrieben in meiner Zeit. Ich weiß nicht, welchen Brief ich dir geschrieben haben soll. Naja, eben diesen Brief, weswegen ich nach Wraithwood gekommen bin, um der Hochzeit des Grafen beizuwohnen. Den musst du doch erst vor kurzem abgeschickt haben, oder nicht? Ich habe den Grafen noch nie gesehen. Aber du hast mir doch diesen Brief geschickt und ich, zeig ihm den Brief. Du zeigst ihm diesen Brief und er schaut ihn sich an und es dauert einen kleinen Moment, bis dann irgendwann und ihr bemerkt in dem Moment bei euch tatsächlich dasselbe, dieser Schimmer oder diese Person plötzlich in einem Schimmer anfängt sich aufzulösen und auch Narra, ich weiß nicht, ob dein Zauber tatsächlich immer noch wirkt. Du tatsächlich merkst, wie dieses Glimmen, dieses Leuchten einfach immer weniger wird und sich irgendwann auflöst, bis es irgendwann noch einmal komplett aufflackert und deine komplette Sicht einmal kurz benebelt und ihr dann alle seht, wie ihr in einer leeren Taverne steht und die Tür aufgestoßen wird und ihr ein eben jenen Hochelfen seht, diesmal allerdings komplett mit Vollbart, dem Zwirbelbart, Backenbart, alles komplett voll in dieser Tür stehend, tatsächlich diese komplette, vorher schon sehr hochwertige, schöne Berobung, die er getragen hat, jetzt nochmal mit großen Schulterpolstern versehen, einem großen Kragen dahinter und ihr seht tatsächlich auch hinter ihm, so wie ihr es jetzt schon ein paar Mal gesehen habt, bisschen Weg von Wraithwood tatsächlich hinter ihm. Und ihr seht aber auch absolute Helligkeit, also Sonnenschein tatsächlich hinter ihm. Und er breitet die Arme aus. Meine Freunde, ihr habt es endlich hierher geschafft. Ich begrüße euch in Wraithwood. Und da machen wir beim nächsten Mal dann weiter. Exzellent. Was? Ja. Was ist da denn los? Fancy. Das ist ja ein richtiges ein Mystery. Ja. Ich fühl mich sehr krimi heute. Ja. Danke dafür. Prediction. Ja. Wir sind in einer Pocket Dimension und das hier ist Wraithwood entweder bevor es so war oder nachdem wir es gerettet haben. Der Traum im Traum. Yeah. Auf jeden Fall irgendwas Pocket-Dimensional-mäßiges. Wir sind nämlich gerade eingelullt worden. Das war die,
diese Interaktion mit diesem Lichtgestalten. Ich muss ganz kurz, bevor ich das vergesse, ich werde es garantiert im Feedback gleich vergessen. Ich muss es jetzt raushauen. Danke. Du musst es heute gar nicht mal machen. Egal. Ich fand, ich meine Feedback. Ich meine nicht, Recap. Ja. Also, mir hat richtig diese dreifach gespaltene Gestalt, also sehr geiles Detail, dass der Bart sich vervollständigt. Das wollte ich nur kurz loswerden. Ja, das ist sehr. Ja. Allgemein, dass sie auch miteinander connected sind. Ja, ja, ja. Und dass sie halt solo wertlos sind. Oh. Also nicht wertlos, aber geil. Ja. Geil. Ja, sehr schön. Sind wir wieder mal ein bisschen tiefer in Wraithwood abgetaucht. Yes. Haben das ein oder andere erfahren, das ein oder andere nicht erfahren. Dabei ganz 100 Meter zurückgelegt. Dabei ungefähr 100 Meter. Kein Bingo heute, schade. Ah, yes. Wir haben ganz knapp 2 Net 20s verkackt. Ja. Schön. Ja, wie das immer so ist. Danke an den Chat. Ihr habt gut Stimmung gemacht. Macht ja immer Spaß. Ich hatte unser Zusatzglück auf dem Zettel, aber ich dachte, nee, erst wenn es wirklich drauf ankommt. Erst wenn es wirklich drauf ankommt. Wir hatten noch 2 Brooks W6 übrig, deswegen dachte ich, einen davon muss ich jetzt noch nehmen. Aber ich habe auch gar nicht so oft gewürfelt heute, glaube ich. Also, ja, das war relativ würfelarm. Okay, danke fürs Mitspielen, danke fürs Zugucken. Wir werden jetzt, glaube ich, ich habe da irgendwas gelesen, nochmal vielleicht jemanden raiden. Ja, Danke fürs Leiten. Genau, danke fürs Leiten auch. Echt, ja. Und danke für die Facepalm, hat auch sehr geholfen. wir werden heute Bären Dice raiden. Spielt auch gerade ein D&D-Abenteuer. D&D heißt ein böses Intermezzo. Da könnt ihr ja gerne mal reingucken, wenn ihr jetzt noch mehr Lust auf Pen and Paper Dungeons and Dragons habt. Ansonsten, wie gesagt, Freitag geht's in unseren Party-Stream. Genau, Freitag wird gefeiert. Ein bisschen feiern werden und nächste Woche Dienstag geht's weiter mit dem Mid-Season-Finale quasi von Schatten über Wraithwood. Oh! Schon! Ja. Oh, der. Frech. Zeit vergeht. Genau. Kommt in unser Discord. Denkt an Kofi. Und bleibt lieb zueinander. Oh, genau. Auf Discord gibt es auch für jede Folge immer ein Bingo. Just saying. Also. Eingehauen. Wir weiterschauen.